Ich schaue noch auf die Uhr, denn um Punkt 20.20 Uhr schalten wir gemeinsam nach Hamburg. Dort wird zum ersten Mal das goldene Brett parallel verliehen. Also wer jetzt keinen Platz hier gekriegt hat, wenn das Gedankenübertragung. Sie müssen sich's nur imaginieren, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich versuche jetzt bis 20.20 Uhr, bis wir die Schalter aufgebaut haben, vielleicht mit ein bisschen Witzchen zu überbrücken. Nein, ganz wichtig. Diese Veranstaltung ist ein bisschen ja, ein Projekt von vielen, vielen Freiwilligen. Dementsprechend freuen wir uns über Spenden. Deshalb darf ich darum bitten, diese Spardosen eifrig zu füllen und durchzureichen nach hinten. Und es soll Ihr Schaden nicht sein. Denn wir haben auch noch das hier. Ein Bullshit-Bingo für alle. Mit so wunderschönen Worten wie Schulmedizin, Granderwasser, 9-11, der Kopfverlag ist drauf, die Nazi-Oma, Braco, den wir auch schon öfter vorgestellt haben, die programmierte Trinkflasche. Wir haben alles hier drauf. Auch die werden wir jetzt einfach durchreichen, einfach ausfüllen. Wer als erstes die Bingo-Liste vollkriegt, darf sich freuen und 10 Euro in die Spardose werfen. Und dann kriegt er auch einen Preis. Oder sie. So. Na. Ups, da habe ich noch 2. Einfach durchgeben. So, da haben wir auch noch 2. Geben Sie vielleicht auch noch durch. Wunderbar. Als Preise haben wir wunderbare Bücher unserer Laudatoren, einerseits von der Tagespresse, das Buch sehr lesenswert von Eckart von Hirschhausen, Glück kommt selten allein, da haben wir eines schon verspielt, da ist nur noch eines da. Und dann von Nadja Herrmann, erzähl mir nichts, alle drei sehr empfehlenswert, gibt es zu gewinnen, wenn Sie beim Bullshit-Bingo mitmachen. Sehr gut, ich höre es klimpern, rascheln höre ich es noch lieber. Gut, ich würde sagen, wir warten jetzt auf die Schalte nach Hamburg, bevor ich Ihnen Witze erzähle, nämlich die Leider-Nein-Kandidaten. In exakt 1 Minute und 20 Sekunden schalten wir zu den Kollegen vom Goldenen Brett nach Hamburg, dort unter anderem Stefan Niggemeier. Auch dort werden die Laudatoren vorgestellt und am Schluss die Auszeichnung verliehen. Wir sind schon ganz gespannt, wer der Nominierten und welche der Ausgezeichneten heute vielleicht unter uns sind. Wir haben Hinweise, dass vielleicht der eine oder andere kommen könnte. Ganz wichtig, sollten Sie twittern, instagrammen, facebooken zum Event. Wir freuen uns, wenn Sie den Hashtag goldenes Brett verwenden. Dann finden auch alle etwas gut. Sollen wir es mal probieren? Ich schaue mal nach hinten zur Regie. Sollen wir mal probieren, ob wir vielleicht schon eine Leitung nach Hamburg zusammenbringen? Okay. Wir probieren das anders. Ich darf Sie jetzt bitten, das hier ist eine parawissenschaftliche Veranstaltung, deshalb brauchen wir jetzt die Hilfe von Ihnen allen. Wir denken uns jetzt nach Hamburg. Alle gemeinsam. Wir haben jetzt genau noch 30 Sekunden, die Leitung irgendwie hinzubringen, deswegen brauche ich Ihre Energie. Genau, schalten wir ein bisschen das Licht ab, dämmen wir das Licht, imaginieren Sie sich nach Hamburg. Om ist gut. Es kommt nichts. Das Dreisat der Parawissenschaften. Wien ruft Hamburg. Hören Sie uns. Die Wiener Urania ruft ja, die Kollegen in Hamburg. Ich fürchte, die Leitung steht nicht. Gibt es irgendwie ein Zeichen? Ja? Es tut sich was. Ah! Einen Applaus für Hamburg! Hört ihr uns? Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Ich mach's einfach mal so. Ich grüße meine Oma. Schönen guten Tag, Hamburg! Wir hören euch nicht, aber wir sehen euch. Es wirkt, als hättet ihr viel Spaß. Hallo, wink zurück!
Ja, wir wissen nicht, was ihr spricht. Wir sind sicher, es sind total tolle Dinge. Ja, wir nicken einfach auch zurück. Im deutschen Sprachraum, die Sprachbarriere ist noch immer da. Was auch immer. Okay, wir probieren es nochmal mit der anderen Leitung. Kriegen wir es noch hin? Okay, ich glaube, wir sagen einfach Baba nach Hamburg. Das war eine schöne Schalte. Ciao! Viel Spaß! Das System bekämpft uns auf allen Mitteln und Wegen, aber wir kämpfen dagegen an. Wir verleihen ja heute Preise wie jedes Jahr, mittlerweile schon zum 6. Mal. Und wie immer zeige ich Ihnen am Anfang all jene, die gerne gewonnen hätten, es aber leider nicht gewonnen, die leider nicht mal in die Nominierung gekommen sind, also nicht mal eine Chance haben zu gewinnen. Ich würde Ihnen gern drei Dinge zeigen, die mir ganz besonders viel Freude gemacht haben von Menschen, die eingereicht wurden. Wir hatten eine offene Einreichungsphase. Ganz besonders toll finde ich das hier, wenn wir das vielleicht hinkriegen. Oh, schauen wir mal. Oh, gut, so viel dazu. Ich erzähle es Ihnen einfach. Nominiert, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, Sie haben sicher alle ein Handy mit, googeln Sie mal die wunderbare Akasha-Säule. Ich weiß nicht, wer das hier schon, da gibt es schon Fans, haben Sie es zu Hause? Ja, genau, hier die Akasha-Säule. Ein ganz tolles Teil. Hier unten, ich glaube Beton, da oben Kupferröhren, das Ganze dient zur Chemtrail-Abwehr, kostet schlappe 4.499 Euro. Harmonisiert Chemtrails und andere energetische Belastungen. Das ist ja toll, das Tollste an Amazon ist ja, sind ja die Kundenbewertungen. Da gab es eine sehr schöne. Wenn wir vielleicht mal das Kundenfoto vorher einblenden. Ich wollte mir Frühstück machen, Kaffee auf den Tisch stellen und so weiter, aber die Kondensmilch war plötzlich weg, mitsamt Dose. Diese Zaubersäule eliminiert also nicht nur die Kondensstreifen von Flugzeugen, sondern alles, was Kondens ist. Nee, die Nachherfolie, da sieht man das ganz gut. Also es wirkt. Es ist nachgewiesen, wissenschaftlich bewiesen, es wirkt. Auch nominiert. Ja, jetzt packen Sie die technischen Spirenzchen aus. Auch nominiert, ein großes Anliegen von mir, war der Wahlkartenkleber. Offensichtlich für alle, warum das nicht, warum die nicht gewinnen konnten, denn die Wahlkarten waren definitiv mit keiner Energie ausgestattet. Auch Orgonbestrahlung der FPÖ hat nichts genutzt. Die Karten zerbröseln, also definitiv keine Siegchance. Und dann haben wir noch etwas, ich habe es vorhin schon angesprochen, das fand ich auch sehr toll, nämlich das hier, Flaska. Das ist eine programmierte Wasserflasche. Programmiert bedeutet jetzt nicht, dass Sie damit irgendwie rechnen könnten oder so, sondern da wird Wasser strukturiert oder wie der Hersteller sagt, die Trinkflasche aus Glas, Flaska, wird mit Hilfe des TPS-Verfahrens programmiert. Die Struktur des Wassers in der Flaska verändert sich nach 5 Minuten und nähert sich der Struktur von Quellwasser an. Mir wäre es 40 Euro wert. Haben wir nicht hier, aber hat leider nicht gewonnen. So, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank allen fürs Kommen. Nochmal Entschuldigung an all jene, die keinen Sitzplatz ergattert haben. Wir freuen uns über jeden, der hier ist, auch über Livestream. Noch einmal die Bitte, der Hashtag Goldenes Brett. Und jetzt hole ich den Jurypräsidenten auf die Bühne, Ulrich Berger, der uns ein bisschen etwas über die Veranstaltung und den Veranstalter erzählt. Ja, willkommen. Schönen guten Abend. Ulrich Berger ist mein Name. Ich habe die Ehre, nicht nur Jurypräsident zu sein, sondern auch Präsident dieses kleinen
aber schmucken Vereins, der das Goldene Brett ausrichtet, bereits zum 6. Mal. Und ich möchte mich gleich einmal zu Beginn herzlich bedanken bei dem Team um Michi und Christina, die das Goldene Brett Jahr für Jahr wieder vorbereiten in wochen- und monatelanger Arbeit. Ein Applaus bitte. Ich möchte mich außerdem bedanken bei unseren Sponsoren. Ganz ohne Geld geht's nicht. Wir haben großzügigerweise etwas bekommen vom Deutschen Konsumentenbund, der hier unten eine kleine Flagge gehisst hat. Dann vom Forum Mobilkommunikation, von den Konfessionsfreien und vom Freidenkerbund. Dankeschön. Ich bin ganz überwältigt, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt nämlich Konkurrenzveranstaltungen. Zum Beispiel gerade jetzt, während ich hier spreche, läuft im 16. Bezirk im Restaurant Achillion der neue Dimensionen-Stammtisch. Dort geht es um die 7 kosmischen Gesetze. Und ich darf Ihnen kurz erklären, wie das ist. Während physikalische Gesetze durch Bewusstsein oder Technik überwunden werden können, gelten kosmische Gesetze für jeden uneingeschränkt. Allerdings haben die dort auch 7 Euro Eintritt, also für jedes kosmische Gesetz einen, bei uns freiwillige Spende. So, zurück zu uns hier. Wer sind wir? Dieser kleine Schmuckeverein, von dem ich gesprochen habe, ist die Gesellschaft für kritisches Denken. Die wiederum ist die Wiener Regionalgruppe der GWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und diese wiederum ist vernetzt in der internationalen und weltumspannenden Skeptikerbewegung. Zu den Zielen der Skeptiker gehört in erster Linie Aufklärung und Information über Pseudowissenschaft und Scharlatanerie, eine Festigung des skeptisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes und die wissenschaftliche Überprüfung parawissenschaftlicher Behauptungen. So steht es bei uns in der Satzung. Was tun wir? Wir machen alle möglichen Dinge, um diese Ziele zu erreichen. Wir halten Vorträge, wir haben eine Kooperation, eine laufende mit dem Naturhistorischen Museum. Wir sind in Volkshochschulen präsent. Wir haben 6-mal im Jahr treffen wir uns intern, das heißt vereinsintern. Allerdings kann da jeder kommen, der interessiert ist. Also das ist keineswegs abgeschottet. Wenn man da eingeladen werden möchte, geht man am besten auf unsere Homepage skeptica.at. Dort finden sich alle Informationen, auch wie man auf die Mailingliste eingetragen werden kann, wo man dann die Einladungen per Mail erhalten kann. Wir publizieren fleißig, wir haben diverse Blogs, oder wir, also Mitglieder von uns, aktive Mitglieder, diverse Blogs, eine regelmäßige Kolumne in der Future Zone macht der Florian Aigner, unser geschätzter Vizepräsident. Im Standard sind öfter Artikel von Mitgliedern der GKD, im Profil kürzlich erst, im Profil Wissen fast regelmäßig. Wir publizieren auch öffentliche, offene Briefe gegen diverse Missstände, durchaus auch manchmal mit Erfolg, muss ich sagen. Wir schreiben Bücher. Von Dr. Much ist kürzlich sein Klassiker Der große Bluff neu aufgelegt worden. Der Martin Moder, den ich hier auch gesehen habe, wo ist er? Gratuliere, neues fantastisches Buch geschrieben. Finden Sie alles, wenn Sie es googeln. Ich gehe jetzt nicht in die Details. Florian Aigner, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, wird auch bald ein Buch veröffentlichen. Ich sage noch nichts Näheres dazu. Ja? Sie können uns ab und zu im Radio hören, Sie können uns im TV sehen, Sie können uns auf diversen öffentlichen Plätzen sehen, manchmal, wo wir sogenannte 1023-Aktionen machen, homöopathische Überdosis. Einige von uns haben schon zigtausende Globuli überlebt.
ist immer wieder ein großer Spaß, vor allem die wütenden Reaktionen der Homöopathen im Nachhinein. Super, wir haben ein Bingo, Bullshit-Bingo, eine Gewinnerin. Der erste Preis ist schon vergeben, es ist noch kein goldenes Brett allerdings. Wir haben die Initiative Wissenschaftliche Medizin ist von Mitgliedern von uns gegründet worden. Wir haben bereits aktuell 952 Unterstützer, die sich für wissenschaftliche Medizin einsetzen. Und wir veranstalten Skeptics in the Pub im Lokal Aera alle 2 Monate, manchmal auch sogar öfter in letzter Zeit. Das nächste übrigens nächste Woche Mittwoch, 19. Oktober. Sind alle herzlich eingeladen. Das macht der Stefan, der auch hier sitzt übrigens. Okay, so viel zur Werbung für die Gesellschaft für kritisches Denken und die Skeptiker. Und jetzt gebe ich wieder zurück an den Martin, der wesentlich unterhaltsamer ist als ich. Bitte schön. Verspreche nicht zu viel. So, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich damit, die einzelnen Nominierten vorzustellen. Und wie jedes Jahr werden die Nominierten von 3 wunderbaren Laudatoren, Sie sehen sie hier sehr schön aufgefädelt sitzen, vorgestellt. Und ja, wir beginnen gleich mit Judith Denkmeier, die Dame. Gerne Applaus. Für alle, die absurderweise kein Facebook, Twitter oder Fernsehen haben und sie nicht kennen, die Dame beschäftigt sich hauptsächlich mit Social Media, hat deshalb gar keine Ahnung von Verschwörungstheorien. Bitte. So ist es. Vielen Dank. Ja, ich habe auch hübsche Slides mitgebracht. Hübsch sind sie vor allem deswegen, ich hoffe es funktioniert, weil ich mich nämlich an den diversen Websites orientiert habe, die ich in den letzten Tagen sehr häufig begutachtet habe, erstaunliche Dinge, Webdesign und Verschwörungstheorien, da dürft irgendwie ein Webdesigner machen, der macht sie alle. Die sind wirklich außerordentlich schön. Ja, vielen Dank mal für die Einladung. Ich habe das eher kurzfristig erfahren, dass ich heute da sein darf. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, man hat mir das Bummel zugeschoben. Ich darf heute eine Laudatio halten auf Magister Dr. Rike Gerd Hamer. Und ganz ehrlich, es wird schwer werden, lustig über ihn zu reden, weil der hat einiges auf dem Kerbholz. Das heißt, ich werde quasi auch ein bisschen ernst sein müssen. Ja, das Spannende war gleich einmal, ich kannte ihn ja auch schon ein wenig aus der Literatur. Ich habe mir angesehen, was so sein Portfolio ist, das heißt, was er alles an Leistungen anbietet. Und er hat eine sehr starke Überschneidung mit dem Jim Humble, der letztes Jahr nominiert war, mit dem Miracle Mineral Supplement, auch MMS-Tropfen genannt. Eine schöne Sache, also eigentlich Chlorbleiche oder Bleiche. Und lustigerweise sind beide der Meinung, dass sie Krebs, AIDS und Karies damit heilen. Also streiten sie sich auch ein bisschen darum, wer jetzt Recht hat untereinander. Also sie haben ja beide quasi die einzige reine Wahrheit. Ja, ich habe das Thema Laudatio auch gegoogelt und da steht drinnen in der einschlägigen Fachliteratur, am besten beginnt man mit einer gemeinsamen Anekdote mit dem Laureaten. Das ist jetzt gar nicht so leicht, weil ich ihn nicht persönlich kenne, aber ich habe mich zurückerinnert, 1995, da war ich ein Teenager und das Internet war noch nicht so ein Thema in Oberösterreich, in der Kleinstadt, aus der ich komme, also hat man viel ferngesehen. Und 1995 war es ein riesengroßes Thema, wenn man den Fernseher eingeschalten hat, gab es genau 2 Leute, die da dominiert haben. Das eine war der Helmut Pieler, der Vater der Olivia Pieler und das andere war Rike Gerd Hamer, der vor allem, sagen wir mal, Archivmaterial zur Verfügung gestellt hat. Es war ein bisschen gottgleich fast, es wurde über ihn geredet, man hat über seine Lehren geredet, man hat wenig mit ihm geredet, was daran liegt, dass er fast überall irgendwo per Haftbefehl gesucht wird. Darum ist es nicht so leicht. Ja, besagte Olivia, ein 6-jähriges Mädchen, da sollten wir jetzt einmal
Darf ich das eigentlich? Ich darf da, glaube ich, gar nichts. Wer schaltet denn das um? Gibt's? Hallo? Ja, sehr schön. Da haben wir die Bebilderung. Das heißt, wenn man sich das so ein bisschen umschaut, das war wirklich ein riesengroßes Thema, hat wochenlang die Medien beschäftigt. Das ist der Vater der Olivia. Da oben haben wir den Herrn Bartenstein, der die Zwangsbehandlung von Olivia Pilar gefordert hat. Da haben wir den Herrn Hamer, der sich hin und wieder auch aus der Deckung getraut hat. Ja, die Herren waren wirklich omnipräsent und gerade der Herr Pilar hat sehr viel die Gelegenheit genutzt, dass er erzählt, wie schlimm es für ihn ist zu sehen, dass da Kinder im St. Anna Kinderspital Chemotherapie bekommen und Schluckbeschwerden haben. Und das sieht er so ungern und darum findet er diese neue germanische oder germanische neue Medizin eigentlich viel besser. Können wir die nächste Slide haben? Da habe ich jetzt einmal die Protagonistin, die eigentliche Hauptprotagonistin auch abgebildet. Die sind ja dann kurzfristig auch nach Spanien geflohen und das Kind hat einen 6 Kilo schweren Tumor im Bauch gehabt und hat vor Schmerzen geschrien. Alle haben schön die Kameras draufgehalten, ein bisschen Medienkritik am Rande. Und um die junge Dame ging es eigentlich und sie hat überlebt, übrigens, das wissen wir alle noch, aber durch die Schulmedizin. Für mich war der spannende Kontext, dass damals eine sehr breite Diskussion begann zum Thema alternative Heilmethoden. Und es gab zwei Seiten. Es gab die gute alternative Heilmethode, sprich Homöopathie und ähnliches, weil da geht man dann trotzdem noch zum Schulmediziner und hilft's nichts, schaut's nichts. Und dann gab es die schlechte alternative Heilmethode, sprich die von Hamer, wo man nicht mehr das doppelte Netz der Schulmedizin hat und deswegen eben wurde die eher kritisiert. Und das war eigentlich ein ziemlicher Widerspruch. Da gibt es die einen, die halt einfach nicht genug anrichten und die anderen, die schon was anrichten und trotzdem wurde, sagen wir mal, das Ganze sehr getrennt behandelt. Natürlich, die Auswirkungen waren beim einen viel schlimmer, aber de facto war das für mich persönlich, jetzt kommt die Anekdote, der Beginn, dass ich mich damit beschäftigt habe, was es eigentlich so an alternativen Heilmethoden gibt und ob es irgendeine gibt, die eigentlich funktioniert. Und bis heute haben wir, glaube ich, alle keine gefunden. De facto habe ich den Herrn Hamer zu verdanken, dass ich eine Skeptikerin auf meine Art und Weise geworden bin. Und ich habe auch noch eine schöne Gemeinsamkeit gefunden. Sowohl der Herr Hamer als auch ich finden beide Homöopathie scheiße. Ja, Slide bitte. Ja, das ist der Herr Hamer, er ist jetzt 81 Jahre und er hat einen bemerkenswerten Lebenslauf. Er hat Theologie studiert, Medizin studiert, der Status seiner Habilitation ist pending seit ungefähr 1978. Er hat derzeit, also er ist ein ehemaliger Arzt, meistens wird er als Wunderheiler bezeichnet. Er wohnt derzeit in Norwegen, weil er in Deutschland unter anderem wegen Volksverhetzung auch gesucht wird. Er ist der Gründer der germanischen Neumedizin, er ist der Gründer der Universität Sandefjord, die eigentlich ein Verlag ist. Ja, und er ist verurteilt wegen Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz, Heilwerbegesetz, Betrug und Volksverhetzung. Nächste Slide bitte. Ja, und da haben wir den Herrn Pilar, der jetzt seit damals eigentlich sein braver, treuer Adjutant ist und die Kunde in die Länder trägt, wo der Herr Hamer nicht mehr einreisen darf oder soll. Er lebt von Vorträgen und Lehrgängen der germanischen neuen Medizin und zwischendurch hat er von der Universität, von der wir vorher gerade gehört haben, Sandefjord, einen Dozententitel bekommen, den er aber jetzt leider nicht mehr tragen darf und auch eine Geldstrafe dafür bezahlen musste. Die nächste Slide bitte. Ja, und das ist doch das Schöne, die germanische neue Medizin schafft zumindest Jobs. Das heißt, zumindest zwei Leute hat es von der Straße geholt. Sie können auch gratis Webinare buchen beim Herrn Pilar über die Website. Ich habe es noch nicht probiert, aber vielleicht trauen Sie sich. Ja, der Herr Pilar ist einer der fleißigsten Verbreiter. Wir haben schon gehört, seine Tochter wurde eigentlich dank der Schulmedizin gerettet. Er sieht es wahrscheinlich anders. Spannenderweise hatte auch der Herr Hamer in den 80er Jahren Hodenkrebs. Aufgrund dessen, dass also er glaubt, dass es mit dem Tod seines Sohnes zusammenhängt. Er hat sich diesen Hodenkrebs entfernen lassen, operativ.
Und ist aber deswegen auf die Idee gekommen, dass er sich mit dem Thema beschäftigt. Und wie das so ist, wenn man sich mit Krebs beschäftigt dann, oder forscht, dann denkt man einfach mal 3 Jahre nach. Das hat er dann gemacht. Und während andere halt das Problem haben, dass ihnen diese Wissenschaft nicht so leicht von der Hand geht, wie dem Herrn Hamer, hat er dann nach 3 Jahren einfach erkannt. Und er hat 5 Naturgesetze gefunden. Wurden sie ihm eingegeben? Ich weiß es nicht. Nächstes Slide bitte. Und eins habe ich mal so schön gekopy-pastet. Ich konnte das leider nicht alles tippen. Ja, er spricht davon, dass Krebs ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm ist. Es kann man sich gerne mal näher anschauen. Es ist 1 von 5. De facto, können wir bitte auf die nächste Slide, zusammengefasst in seinen Worten. Das Individuum wird am falschen Fuß erwischt. Das ist der Auslöser von Krebs. Er nennt es auch Konfliktschock. Nächste Slide, bitte. Ja, und da haben wir zum Beispiel einige Konfliktschocks. Das ist die Diagnose zum Beispiel, die er bei der Olivia gestellt hat. Es ist ein Wasserkonflikt und es hat mit einem isolativen Schockerlebnis in Verbindung mit Flüssigkeit zu tun. Und es gab noch einen Verhungerungskonflikt und da war die Großmutter schuld. Ja, also die ganze Familie quasi hat damit gearbeitet. Nächstes Slide bitte. Da habe ich noch andere, also es gibt eine wunderschöne Seite mit ganz vielen verschiedenen Konflikten. Ja, also Revierangstkonflikte, Selbstwertkonflikte. Ja, für jeden Krebs gibt es verschiedene Konflikte. Nächstes Slide bitte. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Das ist eine der Diagnosemethoden. Der Klatschtest. Eine der wichtigsten Diagnosemethoden. Sehr schön, sehr schön. Funktioniert, alle gesund. Ja, Sie wissen jetzt, ob sie Links- oder Rechtshänder ist. Sie können sich dann einmal mit der Händigkeit auseinandersetzen und was das für einen Gesundheitszustand bedeutet. Jetzt kommt mein persönlicher Lieblingspart, bitte nächstes Slide. Und das Video vielleicht abspielen oder funktioniert nicht. Gut, das ist ein YouTube-Video. Ich habe es jetzt dem Hammer sein Studentenmädchen genannt. In Wirklichkeit gibt es einen Song, der heißt Das Studentenmädchen und Mein Studentenmädchen, den kann man sich auf YouTube anhören. Das ist so ein bisschen ein operettenhafter Gesang und ein Lied. Das hat der Herr Hamer für seine mittlerweile verstorbene Ehefrau komponiert. Ein Liebeslied. Und nächstes Slide bitte. Das Ganze hat natürlich eine Bedeutung, denn das ist Teil der Therapie. Und das ist nämlich das zweite Standbein der Therapie und es liest sich jetzt sehr lustig. Ich finde betreutes Denken sehr schön. Ich finde, wir machen hier nichts anderes, oder? Ja. Leider gibt es auch sehr traurige Beschreibungen im Web von Angehörigen von Verstorbenen, die diesem Hammerwahn leider verfallen sind und die dann quasi bis zum bitteren Ende dieses Lied gehört haben, bis sie als letzten Akt ihres Lebens wirklich irgendwann einmal auf Pause gedrückt haben. Gut, nächstes Slide bitte. Ja, da haben wir noch übrigens, das ist natürlich sehr wissenschaftlich, der Grund, warum das Ganze funktioniert. Weil die nächste bitte. Ja, da haben wir, das Lied müssen wir uns leider, also können wir leider jetzt nicht hören. Es gibt auch Metatheorie beim Herrn Hamer und er hat natürlich erkannt, dasselbe hat er dann auch über AIDS-Medikamente gesagt, dass es schon einen Grund gibt. Übrigens in Deutschland kriegt kein Jude Chemo, das wollen wir auch festhalten. Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht-jüdischen mit Chemo. Das heißt, das ist so ein bisschen das Gedankenkonstrukt darüber. Und er sagt auch, dass es eben nur den Deutschen lange Zeit, also nur den Juden vorbehalten war, die gute, richtige
Gebiet zu bekommen. Und jetzt aber hat er diese zugänglich gemacht. Und das ist natürlich wie immer, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Also Sie kennen wahrscheinlich Thomas Kuhn und die wissenschaftliche, also wie hat es geheißen? Ich habe es irgendwann einmal gelesen. Wie eine wissenschaftliche Revolution entsteht. Ein harter Weg, ja. Paradigmenwechsel, ganz schwierig, auch in der Wissenschaft. Auf jeden Fall, diesen schweren Weg musste auch der Herr Hammer gehen und bis heute ist seine Wissenschaft nicht anerkannt. Ja, schauen wir mal da weiter. Wenig überraschend übrigens, dass alle zusammenhängen, die Pharmakonzerne, die Banken und die jüdischen Ärzte. Braucht man, glaube ich, gar nicht extra darauf hinweisen. Ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich auch nur einen kurzen Exkurs dann im nächsten Slot. Ja, seit den 80er Jahren hat der Herr Hammer tatsächlich die Approbation verloren. Er hat diverse Kliniken in den Sand gesetzt. Er hat sich verschuldet. Er hat den Offenbarungseid geleistet für diverse Patente. Das heißt, theoretisch also müsste er pleite sein, aber er ruft sehr oft auch zu Spenden auf. Und es gibt wunderschöne Fotos, die die ARD 2016 gemacht hat, wo er in Norwegen mit dem schwarzen Mercedes davon erfährt. Also da dürfte es schon genug Leute geben, die für den armen Herrn Hammer spenden, der ja das Land verlassen musste. Er sieht sich als politischer Flüchtling, der nach Norwegen gehen musste, weil er verfolgt wird. Ja, Sie sehen, grundsätzlich wäre der Herr Hammer ein toller Kandidat für die Nominierung für das Lebenswerk gewesen. Aber bedauerlicherweise hat der Herr doch noch sehr viel vor und 2016 hat er das bewiesen und erst im September hat es wieder zwei Todesfälle gegeben, die auf ihn zurückzuführen sind, beziehungsweise auf die germanische neue Medizin. Und der eine Fall hat uns auch in Österreich ein bisschen erreicht, das waren beide in Italien, weil er sehr an die Olivia erinnerte. Auch da war es eine Minderjährige, deren Eltern eben der germanischen neuen Medizin anhängen und letztendlich, sie war dann zwar rechtzeitig volljährig, um sich noch zu entscheiden, sie hat sich aber entschieden, dass sie ihre Krebserkrankung mit Vitaminen behandelt und sie ist dann Anfang September gestorben. Es gibt auch noch eine zweite Dame aus Rimini, die gestorben ist und es gibt auch noch ebenfalls von heuer zwei Fälle anscheinend aus Spanien. Das heißt, wir haben immer sehr viel gelacht über unsere, sagen wir mal, ja, nominierungswilligen oder nominierungsrelevanten Personen hier. Es ist halt schon ein durchaus starker Schaden, der hier angerichtet werden kann. Gut. Haben wir noch eine Slide? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. In Nordrhein-Westfalen, wo Hammer länger gelebt hat, wird die germanische neue Medizin als Psychosekte auch geführt. Und wenn man sich anschaut, wie sie mit den Angehörigen beziehungsweise begründen, warum ihre Patienten sterben, sieht man schon, in welche Richtung das geht. Der Patient war nicht stark genug, gegen die Konflikte anzugehen. Es war eben der Zeitpunkt zu sterben. Oder die ganze Familie muss absolut hinter dieser Therapie stehen, sonst wird das nichts. Das heißt, die germanische neue Medizin und ihre Vertreter sind vor allem darin sehr stark, dass sie den Leuten einreden, auf gar keinen Fall in eine klassische schulmedizinische Klinik zu gehen. Und ja, wenn dann was passiert, sind sie es nicht gewesen. Gut, damit habe ich jetzt einmal eigentlich meine Laudatio auf die Leistungen des Herrn Hammer soweit abgeschlossen. Es ist relativ offensichtlich, dass es sich eher um eine Glaubensgemeinschaft handelt, als dass es wirklich, sagen wir mal, in irgendeiner Weise etwas mit Naturwissenschaften, Wissenschaften oder sonst was zu tun hat. 2016 war jetzt ungefähr das 35. Jahr, in dem Herr Hammer seine Erkenntnisunterdrückung erleben musste, so wie er es selbst formuliert. Und in Wirklichkeit, denke ich, ist es das 35. Jahr, in dem er selbst Erkenntnisunterdrückung lebt und sehr gut eigentlich auch davon lebt. Und darum denke ich, es wird höchste Zeit, dass er das goldene Brett vorm Kopf bekommt und dass es auch vielleicht irgendwann jemand durchbohrt, auch wenn ich die Hoffnung schon ein wenig aufgegeben habe. Daher freue ich mich, dass er heuer nominiert ist und hoffe das Beste und wünsche ihm alles Gute, dass er diesen Preis bekommt. Er hat ihn redlichst verdient. Vielen Dank.
Super. Vielen Dank, Judith. Bevor wir jetzt noch zum nächsten Laudator kommen, noch einmal den Hinweis. Ich habe gesehen, da haben ein paar probiert, die Spardosen einfach ganz banal hier abzugeben. Nix da, nochmal rein. Nächste Runde. Ich bin ganz uncharmant und bettle weiter um Spenden. Ja, wer noch nicht hat, darf noch und wer schon hat, darf nochmal. Und nicht vergessen, das Bullshit-Bingo. Ich habe hier noch vier Bücher. Ja, vier Bücher. Das gibt es ja nicht, die müssen wir noch loskriegen. Also strengen Sie sich an, Sie haben noch zwei Laudatoren Zeit. Jetzt, es sagt keiner Granderwasser, habe ich gehört. Wir wollen jetzt noch versuchen, das eine Video von der Judy ganz kurz nachzureichen und nochmal kurz reinzuschauen. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Okay, eigentlich soll es ein Lied sein, da sollte Ton sein, den hören wir nicht. Es sind die Bilder jetzt nicht so schön, dass wir sie uns 3 Minuten anschauen. Gut. Es ist heilsam, genau. Wir lassen es einfach mal so ein bisschen als Bilderteppich nebenbei liegen. Das ist ja, sind ja tolle Bilder. Vielen herzlichen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Laudatio. Auf das Krebszentrum Brüggen gebracht. Man muss sich immer ein bisschen bemühen, das auszusprechen. Und die hält Sebastian Bartuschek. Schönen guten Tag. Er ist Science Slammer, Autor und hat sich unter anderem mit den Aluhutträgern unter den politischen Think Tanks beschäftigt, nämlich der Pegida. Schönen guten Tag. Ja, danke schön. Ich habe immer ein Problem, wenn ich vor Österreichern spreche. Ich habe das bisher erst einmal gemacht. Man kommt sich immer vor wie so ein Höhlenmensch. Ihr habt alle hier so einen total schicken Akzent und das klingt dann immer so, als wären alle hier total entspannt und so. Und dann kommst du irgendwie aus dem Pott und irgendwie schauen dann alle und denken, ja, sehr, was will der denn jetzt da vorne? Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wie man unschwer hört. Und es geht bei mir um das Krebszentrum Brüggen. Ich wette, die meisten von euch haben nie von Brüggen gehört. Jetzt weiß ich gar nicht, ist in der österreichischen Grundschule, die auch Grundschule heißt? Die natürlich Volksschule heißt, wie wir alle wissen. Gibt es da auch den Klassiker Die Vorstadtkrokodile? Ja, wunderbar. Max von der Grün hat dieses wunderbare Machwerk geschrieben, durch das wir uns alle kämpfen mussten. Und das wurde 1977 in Brüggen verfilmt. Brüggen. Das war auch schon alles, was zu Brüggen an sich erwähnenswert war, lange Zeit. Das ist eine 16.000 Einwohner zählende Stadt im Kreis Viersen. Für diejenigen, die Viersen jetzt nicht ganz so gut zuordnen können, das ist in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu, wir sagen Holland, man sagt formal korrekt den Niederlanden. Also alle an der holländischen Grenze ist Viersen. Und eigentlich passierte da nichts, außer dass sich dann irgendwann das sogenannte Krebszentrum Brüggen niederließ. Und jetzt ist es so, dass Krebs, wir hatten das ja gerade auch schon in der Laudatio, ein ziemliches Arschloch ist. Wenn man auf die Zahlen guckt, dann werdet ihr sehen, ist okay, wenn ich euch duze? Wir sind so, okay, wunderbar. Hey, folks. Wenn ihr auf die Zahlen guckt, werdet ihr sehen, über 500.000 Deutscher haben aktuell Krebs. Es haben etwas mehr Männer Krebs als Frauen. Jeder vierte Mann, der verstirbt, verstirbt an Krebs. Da ist die Haupttodesursache Lungenkrebs. Jede fünfte Frau, die verstirbt, verstirbt an Krebs. Da ist die Hauptkrebsursache Brustkrebs. Auf Platz 2 bei beiden Geschlechtern ist der Darmkrebs. Und worüber wir uns oft in Sicherheit wiegen, ist, dass Krebs immer die anderen kriegen. Krebs ist so eine dieser Krankheiten, von denen man weiß, dass sie da ist, dass sie schlimm ist, aber eigentlich glauben wir, das kriegen die anderen. Wenn ihr euch jetzt mal hier umschaut und euch vorstellt, wir würden diesen Raum in der Mitte durchteilen und nochmal durchteilen, dann würde ein ganzes Viertel
Und zwar immer das Viertel, in dem ihr nicht sitzt. Ne? Dieses Viertel wird im Laufe seines Lebens wahrscheinlich an Krebs sterben. Muss man erstmal sacken lassen. Das ist recht viel. Und dieser Krebs, dieser Tod, den der Krebs mit sich bringt, ist ein oft sehr schmerzvoller, ein oft sehr qualvoller, der sich mitunter auch über Monate, über Jahre hinziehen kann und der neben den Sterbenden, neben dem Erkrankten auch diejenigen belastet, die mit ihm zu tun haben. Und die Frage, die dann oft aufkommt, ist, wie ist es denn mit der Heilung? Können wir denn da gar nichts machen? Wenn das so eine Zivilisationskrankheit ist, so weit verbreitet, dann werden wir doch irgendwas machen können. Und tatsächlich ist der Krebs heilbar unterschiedlich gut, je nach Krebsart. Beim Hoden- und Prostatakrebs sind es je nach Erkennung je nachdem in welchem Stadium der erkannt wird, über 90%, die geheilt werden können. Beim Lungen- und Leberkrebs, wir hatten den Lungenkrebs als eine der Haupttodesursachen bei den Männern, sind es unter 20%. Und die bevorzugte Therapie bei Krebs ist die Chemotherapie und ist die Strahlentherapie. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wirkt, hat Nebenwirkungen. Es gibt keine medizinische Behandlung, die nicht auch Nebenwirkungen hat. Und gerade bei der Chemo und bei der Strahlentherapie sind die immens. Das fängt an mit auf den ersten Blick eher harmlosen Nebenwirkungen. Wir haben bei der Chemotherapie zum Beispiel die Müdigkeit. Jetzt hört man Müdigkeit und denkt sich, na gut, da kommt einer nicht aus dem Bett. Nee, das ist damit nicht nur gemeint, sondern es sind Menschen, die dann wirklich jeden Lebensantrieb verlieren, die über Tage nicht aus dem Bett kommen, die überhaupt keine Energie mehr haben, um den Tag zu gestalten. Das geht dann über in Infektanfälligkeit bei vielen. Erkältungskrankheiten sind häufiger, aber jetzt würde man sagen, gut, Erkältungskrankheiten sind nicht so schlimm. Es geht hin bis zur Lungenentzündung, also Krankheiten, die wirklich übel verlaufen. Und für viele Menschen, und das darf man nicht unterschätzen, sehr belastend ist beispielsweise auch der Haarausfall. Sie haben bei Chemo- und Strahlentherapie oft den vollständigen Ausfall der Kopfhaare. Jetzt sagt man, ja, es gibt doch Perücken. Das ist mehr, was es mit einem Menschen macht, wenn sie auf einmal in den Spiegel schauen und sich selbst nicht erkennen. Und ich sagte gerade, das klingt noch irgendwie nach harmloseren Nebenwirkungen. Es gibt eine ganze Reihe anderer, die sich über Tage und Wochen während und im Nachgang von Chemo- und Strahlentherapie durchziehen. Ich habe das selbst bei Krebskranken erlebt. Jeder Schluck, jedes Stück Essen wird zur Qual. Es tut weh, das zu kauen. Es tut weh, das runterzuwürgen, runterzuschlucken. Dann kommt es im Magen an, der Magen krampft. Sie haben unglaubliche Magenschmerzen. Das setzt sich dann fort in Darmkrämpfe, die den ganzen Körper schütteln. Teils können sie dann nicht wirklich kontrollieren, was ihre Gedärme damit machen. Sie haben das Problem von Durchfall. Sie haben aber auch das Problem von Erbrechen. Wir wissen aus der Psychoonkologie, dass sehr viele Essstörungen sich da auch entwickeln können, weil die Betroffenen der Chemo und der Strahlentherapie ein unglaubliches Leid beim Essen durchlaufen müssen. Und ich habe das selbst bei Krebskranken erlebt, dass irgendwann die Frage aufkommt, wofür mache ich das? Wofür mache ich das? Warum quäle ich mich jeden Tag durch diese beschissene Therapie, von der ich weiß, dass sie je nach Krebsart mir eh nicht helfen wird? Wieso trifft es eigentlich genau mich? Wieso denn nicht die anderen 75%? Sowas denken Menschen und fühlen sich dann wieder schäbig, weil sie sowas denken. Und dann kommen Fragen wie, was kann ich denn noch tun? Gibt es vielleicht irgendwas, was meine Krankenkasse nicht zahlt, was man mir vorenthält, weil es irgendwie zu teuer ist, wo ich hingehen könnte, wo ich vielleicht noch ein paar Monate, ich will ja gar nicht mehr gesund werden, aber ich will zumindest noch ein paar lebenswerte Monate haben, mit meinen Liebsten verbringen, Sachen ordnen, Sachen zum Abschluss bringen, mich verabschieden, was muss ich dafür zahlen, woran muss ich glauben? Und da sagte das Krebszentrum Brüggen, 3-Bromopyruvat, 3-BP abgekürzt, ein Medikament im Off-Label gebraucht, das heißt für die Krebstherapie nicht zugelassen. Und
Was ich Ihnen jetzt zitiere, ist von der Originalseite des Krebszentrums, die nach wie vor noch verfügbar ist. Da wird gesagt, 3BP ist das aktuell beste Präparat zur Tumorbehandlung. Das zeigt sich in der Nutzung von 3BP, das effektiver ist als die heutige Chemotherapie. Und Sie finden, jetzt kommt das Zitat weiter, in unserer Praxis Therapiemöglichkeiten auf biologischer Basis. Wenn Sie sich gegen die klassische Chemo- und Strahlentherapie entscheiden. Unsere Prämisse für eine sanfte, aber erfolgreiche Therapie beinhaltet frei von chemischen Giften. Und das Zitat geht weiter. Wie wirkt das Ganze? Es ist nicht toxisch für gesunde Zellen und vergiftet somit nicht den Körper. Das Immunsystem wird nicht geschädigt und geschwächt. Es hat eine hohe Selektivität auf Krebszellen mit erhöhtem Glukosebedarf. Und jetzt kommt der Satz, der mir wehtut. Es verursacht keine drastischen Nebenwirkungen wie die Chemotherapie oder Strahlentherapie. Was wäre Ihnen das wert? Wenn jemand sagt, da ist ein Mittel, das ist besser als die Chemo- und die Strahlentherapie, das zahlt deine Kasse nicht, das musst du selber zahlen. Und das hat auch keine Nebenwirkung. Und wahrscheinlich wirst du davon gesund, so wird suggeriert. Das Krebszentrum Brüggen weist auf seiner Seite aus, und das habe ich mir nicht ausgedacht, es steht genauso da, wie ich es jetzt vorlese, die Basistherapie der biologischen Krebsmedizin für 30 Behandlungstage auf 10 Wochen für 9.900 Euro. Ist Ihnen das Ihr Leben wert? Und wenn Ihnen das wert ist, direkt darunter finden Sie, auch das sauge ich mir nicht aus den Fingern, das finden Sie direkt darunter, wenn Sie schon gerade dabei sind, kriegen Sie die Faltenbehandlung für Ihr ganzes Gesicht für 390 Euro. Viele Menschen wollten diesem Krebszentrum in Brüggen vertrauen. Sie wollten die Möglichkeit haben, noch einmal ein paar Monate der Krankheit abzutrotzen, vielleicht wieder gesund zu werden. Und nach dieser Therapie verstarben im August oder im Juli wahrscheinlich eine 55-jährige Belgierin, ein 55-jähriger Niederländer, eine 43-jährige Niederländerin. Was passierte dann? Der verabreichende Heilpraktiker Klaus Ross wurde mit Berufsverbot belegt. Yay. Die Polizei warnte vor der Einnahme von 3BP in der Form von Ross, weil das wahrscheinlich verunreinigt war und so weiter und so fort. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in bis zu 70 Todesfällen. Es waren zwischenzeitlich in dem Gespräch, ob Leichen exhumiert werden sollten. Davon ist man nach aktuellem Kenntnisstand weg. Aber in 70 Todesfällen wird ermittelt. Ja, da muss ja was passieren, ne? Da wird ja jetzt die Politik bestimmt tätig werden und diesen Scharlatan, die diese leidgeprüften Menschen ausnutzen, das Handwerk legen. Ja, sicher, klar. NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens, eine von mir persönlich sehr bevorzugte Politikerin der Grünen, die schon mal Grußworte auf Homöopathiekongressen gesprochen hat und die gefordert hat, wenn die Wissenschaft nicht in der Lage ist, den Nutzen und die Wirkung von Homöopathie zu belegen, dann brauchen wir eine Neuwissenschaft. O-Ton Barbara Steffens, die Grünen NRW-Gesundheitsministerin. Barbara Steffens forderte nach diesen Todesfällen eine strengere Regelung für Heilpraktiker. Das war im August. Was ist seitdem passiert? Sie ahnen es schon. Nichts. Es gab keine Gesetzesinitiativen, es gab keine Gesetzesänderungen, es gab keine Änderungen der Durchführungsbestimmung. Das Heilpraktikergesetz ist in der Form, wie es seit 1939 in Deutschland in Kraft ist, weiterhin in Kraft. Und damit ist die Geschichte des Krebszentrums Brüggen beendet. Das ist geschlossen. Steht aber stellvertretend für ganz, ganz viele andere Zentren, die Menschen, die leiden. Und das könnte jeder von Ihnen sein, dazu verleiten wollen, Geld auszugeben für etwas, dessen Nutzen gar nicht bewiesen ist. Und wichtiger, als dass das Krebszentrum Brüggen
heute hier gewinnt, ist mir, Ihnen eine Frage mitzugeben, die hoffentlich in den nächsten Tagen in Ihnen, in euch arbeiten wird, nämlich: Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr, wenn ihr Krebs haben werdet, nicht zu einer Art Krebszentrum Brüggen gehen würdet? Dankeschön. Dankeschön, Sebastian Bartuschek. Nach wir haben ein Bingo. Ganz kurz. So. Nein, eines. Sie dürfen sich eines aussuchen. Suchen Sie aus, ich moderiere dabei die nächsten Laudatoren an. Nach zwei schrecklichen Institutionen und Menschen kümmern wir uns jetzt um den dritten Nominierten. Und da können wir es Gott sei Dank ein bisschen lockerer angehen. Es geht nämlich nur um Bartperlen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sehr schön. Ja, zwei Bücher haben wir da. Ich bringe sie dann gleich. Ich moderiere nur die Kollegen zuerst an. Die stellen uns zwei Menschen vor, die für das größte Produktivitätsminus in österreichischen Büros seit Jahrzehnten verantwortlich sind. Die beiden kennen Sie ganz sicher. Sie sind von der Tagespresse und haben gemeinsam zumindest einen Bachelor in Journalismus. Sebastian Huber und Fritz Jergitsch. Jänner 2017. Nach monatelangem Koalitionsstreit verkündet ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor Journalisten: Es reicht. Die Koalition wird aufgekündigt, Neuwahlen werden für Sonntag, den 3. September 2017 festgelegt. 16. Jänner 2017. Roland Thüringer verkündet, die Kandidatur seiner Partei gilt. Um die Kriminalität zu senken, verspricht er den Bau einer Mauer um den Mexiko-Platz in Wien. Um staatstragender zu wirken, ersetzt Thüringer die Holzperlen in seinem Bart durch Manschettenknöpfe. 3. Februar 2017. ORF, der Standard und Profil warnen permanent vor Thüringer. Seine Beliebtheitswerte steigen in ganz Österreich. Auch Weiß berichtet: Wir haben Thüringer LSD in sein Granderwasser geschmuggelt und ihn dazu gebracht, seine Bartperlen als Liebeskugeln zu verwenden. Peter Filzmeier erklärt lachend in der ZIP 2, wenn Thüringer im Herbst wirklich gewinnt, werde er einen Besen fressen. 15. April 2017. US-Präsident Donald Trump löst einen Bürgerkrieg aus, weil er Vaginas gesetzlich verbieten lässt. Eine gigantische Flüchtlingswelle schwappt über Europa. Thüringer setzt das Gerücht in die Welt, alle Flüchtlinge bekämen von der Caritas kostenlose Feng Shui-Kurse. Erstmals erreicht gilt in den Umfragen über 20%. 4. Juni 2017, 11 Uhr. Die Regierung ist mit der neuerlichen Flüchtlingskrise überfordert. Christian Kern tritt zurück und heiratet Angelina Jolie. Das Paar Kern-Angelina adoptiert 300 Flüchtlinge aus Dreiskirchen. Nachfolger der SPÖ-Chef wird die dynamische Zukunftshoffnung Charlie Blecher. 4. Juni 2017, 11.30 Uhr. Auch Sebastian Kurz verkündet seinen Abgang. Er kehrt zurück in seinen Zivilberuf als Klassensprecher der 8b im Gymnasium Meidling.
Die ÖVP besetzt den Posten des Parteiobmanns aufgrund des hohen Verschleißes ab sofort nur mit Leiharbeitern. Der Stundenlohn ist 2,50 Euro. 4. Juni 2017, 12 Uhr. Hofburg-Kandidat Alexander van der Bellen ist für keine Stellungnahme erreichbar. Sein Sprecher lässt ausrichten, dass er täglich zwischen 9 und 19 Uhr eine kleine Rauchpause einlegt. 4. Juni 2017, 19 Uhr. Auch Kandidat Norbert Hofer ist nicht erreichbar, um Stellung zu beziehen. Alle Medienanfragen landen auf seinem Anrufbeantworter, auf dem er ausrichten lässt. Ab 5.45 Uhr wird zurückgerufen. 20. Juli 2017. Thüringers Puls 4 Show, gültige Stimme, wird enorm populär. Sie verzeichnet zeitweise mehr als 17 Zuseher und wird damit zum reichweitenstärksten Format des Senders. In einer Folge fordert Thüringer zum Kampf gegen das System auf. Er ruft seine Anhänger auf, Actimel zu boykottieren, um das Immunsystem zu schwächen. 1. August 2017. Thüringer muss wegen Unvereinbarkeit seine Puls 4 Show abgeben. Sie wird ersetzt durch ein TV-Format mit Rudolf Fussi. Der Sendungsstart wird von einem Twitter-Shitstorm begleitet. Die Show mit dem Namen Grab Them by the Fussi wird gleich wieder abgesetzt. 15. August 2017. Bei einer TV-Konfrontation auf Puls 4 mit Corinna Milborn macht Thüringer sein Puls 4-Mikrofon für einen desaströsen Auftritt verantwortlich. 3. September 2017, Tag der Nationalratswahl. Die erste Hochrechnung sorgt für europaweites Entsetzen. Gilt 34%, FPÖ 33%, SPÖ 15%, ÖVP 10%, Grüne 3,99%, Liste Autochtone Neokonservative Alternative von Markus Franz, kurz Liste Anal, 4,01%. Neos 0,0%. Alle Neos-Wähler wechselten geschlossen zur Thüringers Partei. 4. September 2017. Unter Aufsicht von Armin Wolf frisst Peter Filzmeier einen Besen. 5. September 2017. Peter Filzmeier wird mit starken Bauchkrämpfen per Hubschrauber ins AKH Wien eingeflogen. 18. September 2017. Thüringer lässt den Bundesadler im Parlament wegen Chlorhuhnverdachts abhängen und einschmelzen. 9. Oktober 2017. Das ÖFB-Team scheitert in der WM-Qualifikation mit einem 0 zu 5 gegen Moldawien nach 3 Eigentoren von Mittelstürmer David Alaba. Kanzler Thüringer verlangt die Veröffentlichung der Geburtsurkunde von Alaba. 24. November 2017. Die Regierung Thüringer legalisiert den Verkauf von Lichtnahrung in Supermärkten. Stefan Petzner kann mit der freien Verfügbarkeit der Lichtnahrung nicht umgehen und wird mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte sagen nach einem Ultraschall, bei Petzners Werten habe man das Gefühl, die Sonne sei vom Himmel gefallen. 1. Mai 2018. Bundeskanzler Thüringer führt österreichweit Schluckimpfungen ein, die Impfschäden verhindern sollen. 20. Mai 2018. Eine Studie warnt vor den Schluckimpfungen gegen Impfschäden. Sie stehen unter Verdacht, Autismus auszulösen. 21. Mai 2018. Thüringer probiert selbst eine Schluckimpfung, um zu zeigen, dass sie komplett harmlos ist. 22. Mai 2018. Thüringer muss aus gesundheitlichen Gründen 3 Wochen in den Krankenstand. 17. Jänner 2019. Es kommt zu Neuwahlen, die von der größten Wahlpanne der österreichischen Geschichte begleitet werden. Da Thüringer eine Umstellung auf Bio-Wahlkarten durchgesetzt hat, lösen sich über 200.000 Kuverts nach der Zustellung in Kompost auf. 23. März 2019.
Bei der Wahl geht Thüringer mit seiner Partei Gilt komplett unter. Sogar seine eigene Stimme wird für ungültig erklärt, da er laut psychologischem Gutachten schwerer Autist ist. Wir halten dem zukünftigen Kanzler Thüringer bei der Wahl zum goldenen Brett die Daumen. Weiter so. Weiter so. Ein kleiner Hinweis noch, die Tagespresse hat jetzt gerade erst im Rabenhof-Theater Premiere gehabt. Sehr empfehlenswertes Stück, anschauen gehen. Bevor wir jetzt zum Lebenswerk kommen und zur Laudatio für das goldene Brett fürs Lebenswerk, wollen wir es noch einmal probieren mit dem Video. Da kommt jetzt Ton. Schauen wir nochmal kurz rein in das Video. Sie erinnern sich, Reike Gerdhammer, das Studentenmädchen. Nicht besser, okay. Die Videoqualität ist auch bemerkenswert, möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Ja, soweit dazu. Ich glaube, wir können den Ton jetzt langsam. Danke. Gut, damit kommen wir zur Laudatio fürs Lebenswerk. Ich sollte eigentlich mal fragen, ist irgendeiner der drei Nominierten heute anwesend? Das habe ich ganz vergessen. Beim Reike Gerdhammer hätten wir vielleicht den kalten Hauch schon gespürt. Niemand. Schade. No. Wir machen dennoch weiter und vergeben jetzt mal das goldene Brett fürs Lebenswerk. Da gibt es keine Nominierten, sondern nur einen Preisträger. Und den stellt uns der wunderbare Todesursachenforscher, Radioexperte für wissenschaftlichen Unfug und nicht? Nein, stimmt. Gar nicht. Stimmt, gar nicht. Ja, du stellst ihn gar nicht vor. Du kommst jetzt trotzdem dran. Das Lebenswerk kommt erst nachher. Jetzt kommt der Special Act, nämlich Marc Benecke. Er ist dennoch Todesursachenforscher, Radioexperte und Mitglied der Partei Die Partei. Viel Spaß. Sorry, not as an. Dankeschön. Schon gut. Ja. Ich sollte hier nur eine kleine Auflockerung machen und mich dabei möglichst kurz fassen, weil ich der Side-Act bin. Also für die das nicht wissen, also ich bin Kriminalbiologe. In Deutschland bin ich der Einzige, der öffentlich bestellt und vereidigt ist für Sicherung, Untersuchung und Auswertung kriminalistischer Spuren am Tatort oder so. Das ist mir zu lang, der Titel. Aber ich bin halt Kriminalbiologe und will nur kurz was zeigen, um es jetzt auch nicht so lange rauszuzögern, darüber, wie sehr man sich selber schon auf den Leim gehen kann. Also ich mache das jetzt vielleicht zu 15 Minuten oder sowas und dann haben wir es auch. Dazu bräuchte ich aber mal kurz das Bild hier von meinem Laptop, bitte. Könnt ihr mir mal das Bild vom Laptop geben? Nein? Moment. Gerade war es noch anders. Sonst... Chemtrails. Warte mal, ich stöpsel es nochmal gerade aus. Nein, also vorhin hat es auch geklappt eigentlich. Kriegt ihr das? Nein. Nein, dann müsst ihr jetzt vielleicht erstmal die... Komm, wir stellen es mal so. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, was hier nicht klappt. Gerade eben haben wir das Bild hier mal eingeblendet. Sonst macht erst die Verleihung vom Lebenswerk und wir frickeln hier vielleicht in der Zwischenzeit noch ein bisschen rum.
Ich kann Witze erzählen. Nein, das kann ich nicht. Ja, dann mach doch das Lebenswerk gerade und dann versuchen wir gerade die Technik hier wieder ins Laufen zu kriegen, oder? Ja, ich übergebe noch einmal an den Moderator. Passt, dann vergeben wir jetzt doch tatsächlich das Lebenswerk. Das ist, sollte einfacher sein, aber es kommt nämlich auch von der Technik. Wir probieren es einfach mal. Das System versucht uns zu unterwandern. Nein, wir vergeben jetzt den Preis fürs Lebenswerk. Wie schon angesprochen, der Laudator ist nicht anwesend persönlich, schaltet sich aber über Gedankenübertragung dazu und wird uns gleich erklären, wer denn das goldene Brett fürs Lebenswerk erhält und warum. Wir probieren das gleich mal. Ich verrate Ihnen vielleicht mal, wer es ist. Es ist der ja, genau. Vielleicht kennt man ihn. Eckhard von Hirschhausen. Bitteschön. Hallo, hier spricht Eckhard von Hirschhausen. Bewegtbild war technisch nicht möglich, aber Bewegtton ist doch auch schon mal was. Es ist mir eine große Ehre, ein kleines Grußwort sprechen zu dürfen und auch gleich die Laudatio fürs Lebenswerk. Es ist kein Zufall, dass viele Nominierte und Preisträger aus dem Bereich der Paramedizin stammen. Nirgendwo sonst blüht der Unsinn und das Geschäftsinteresse derart wie im Gesundheitssektor. Das hat Tradition. Bis 1926 konnte man in deutschen Apotheken Mumienpulver als Anti-Aging-Präparat kaufen. Kein Witz. Und auch heute gibt es eine Parallelwelt, in der Menschen jeden Tag zu Schaden kommen. Und wenn nicht gerade Patienten sterben, interessiert es kaum jemand in der Öffentlichkeit, dass ein Heilpraktiker nie ein Praktikum gemacht hat und dass seine Zulassung so viel wert ist wie ein Führerschein ohne eine einzige Fahrstunde. Aber das wisst ihr ja alles schon. Und man predigt ja so schnell den Falschen. Liebe Skeptikergemeinde, oder darf man Gemeinde bei euch auch schon nicht sagen? Ich weiß nicht. Also liebe jede einzeln für sich unabhängig denkende, versammelte Skeptiker und Skeptikerinnen, der Preis für das Lebenswerk geht heute an Zentrum der Gesundheit. Das ist eine Internetseite, die eine höchst eigenartige Mischung von Verkaufe, Verschwörung und Verwirrung bietet. Und das alles unter dem Anschein eines Gesundheitsportals. Dann gibt es 9 gesunde Kokostipps und so ein Zufall auf dem Störer kann man direkt Kokosöl dann auch bestellen und bezahlen. Zentrum der Gesundheit steht also in der Trennung von redaktionellem Inhalt und Anzeigen auf einer Stufe mit Fernsehzeitschriften, die Korallenpulver-Anzeigen direkt neben die redaktionellen Erfahrungsberichte stellen. So gut hat mir Korallenpulver geholfen. Das ist so plump, als würde man diese Laudatio nutzen, auf mein neues Buch hinzuweisen, was gerade erschienen ist und dem viele Skeptiker zu Wort kommen und was nur 1980 kostet. Ja, verspreche ich mich schon, ist mir selber peinlich. Aber Zentrum der Gesundheit ist nichts peinlich. Simple Clean Darmreinigung wirbt mit leichter Handhabung. Hä? Bei der Darmreinigung, Handhabung? Ich will gar nicht wissen, wie weit da die Handhabung genau reicht. Oder wie man Impfungen bei Hund und Katze ausleiten kann. Warum hat man die denn geimpft? Sind die alleine zum Tierarzt? Wenn ich mich durch die Seite klicke, werde ich sauer über so viele unbelegte Behauptungen. Aber natürlich gibt es gleich wieder ein Pülferchen und das stellt mein Säure-Base-Gleichgewicht wieder her. Es gibt auch Schüsslersalze. Schüsslersalz ist ja Homöopathie ohne Gespräch und Erklärung. Also ausgerechnet der wirksame Teil fällt weg. Und ich bin ehrlich, ich nehme Schüsslersalz immer morgens aufs Ei. Ich habe zu hohes Cholesterin und ich denke ganz praktisch, wenn das so viel teurer ist als normales Salz, irgendwas wird da doch schon dran sein. Man warnt auf Zentrum der Gesundheit natürlich auch vor Schwermetallen und vor Aluminium. Und dagegen soll man Silber schlucken. ZDG verdient also mit Silberpulver eine goldene Nase und dafür heute auch das goldene Brett. Liebe Teilnehmer in Wien und in Hamburg, wisst ihr eigentlich, dass ihr heute ein großes Kriterium der Heiligsprechung selber erfüllt? Die Bilokation. Ihr seid nämlich gleichzeitig an 2 Orten. Diese Fähigkeit, an 2 Orten gleichzeitig zu erscheinen, sagte man früher nur Heiligen, dem Pater Pio und Sai Baba, dem indischen Guru, zu. Ihr seid also in bester Gesellschaft. Und wenn ich schon einmal zu euch sprechen darf, noch ein Wunsch. Ich weiß, wie ihr alle aus leidvoller Erfahrung mit fundamentalistischen Impfgegnern oder Homöopathiegläubigen zu diskutieren, macht keinen Spaß. Und je länger ich das versucht habe, desto mehr bin ich überzeugt, es bringt auch niemandem etwas, weil
keiner danach seinen Irrtum eingesteht, sondern nach der Sunken-Cost-Theorie noch vehementer sich in seiner Ecke verschanzt und verstockt. Und deshalb versuche ich in der Öffentlichkeit oft eine vermittelnde Position einzunehmen und die Menschen nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen, sondern sie eher auch pathetisch ausgedrückt im Herzen zu berühren. Und das macht die Hardcore-Skeptiker immer besonders skeptisch und die fragen sich dann, ist der Hirschhausen jetzt gut oder böse? Einerseits bin ich als Arzt und Wissenschaftsjournalist im Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und in der Wissenschaftspressekonferenz aktiv und setze mich an vielen Stellen für bessere Gesundheitsbildung und gesunde Skepsis ein. Auf der anderen Seite glaube ich auch an was, nämlich an die Kraft des heilsamen Zaubers. Nicht nur, weil ich mich von Kindheit an mit der Zauberei beschäftigt habe, so wie mein großes Vorbild James Randi. Ich habe viel recherchiert, auch für mein Bühnenprogramm Wunderheiler und glaube, dass positive Erwartungen, Zuwendung und Liebe einen durchaus berechtigten Platz in der Medizin haben sollten, die sich mal Humanmedizin genannt hat. Und deshalb glaube ich, wir können mehr wohltuende Worte und mehr Wissenschaft wagen. Das ist gar kein Widerspruch. Und deshalb wünsche ich euch für heute, aber auch für sonst, heitere Gelassenheit, damit ihr euch nicht mit Ockhams Messer ins eigene Fleisch schneidet und bei allem aufklärerischen Eifer den Humor verliert. Paul Watzlawick hat nämlich uns eine unsterbliche Geschichte hinterlassen, wie man mit Humor auf Grundirrtümer im Denken, zum Beispiel den Confirmation Bias, den Bestätigungsirrtum, hinweisen kann. Ein Mann geht durch die Stadt und klatscht dabei ständig in die Hände. Er wird gefragt, was tun Sie da? Ich vertreibe hier die Elefanten. Hier gibt es gar keine Elefanten. Sehen Sie? So ist das. Und in diesem Sinne, klatscht in die Hände für die Elefanten und für das Goldene Brett 2016. Das Goldene Brett 2016 für das Lebenswerk an das Zentrum für Gesundheit. Man erkennt, das Goldene Brett fürs Lebenswerk 2014 wurde nicht abgeholt. Wir haben uns deswegen erlaubt, es umzugestalten für das Goldene Brett 2016. Recycling ist alles. Leider ist auch jetzt keiner vom Zentrum für Gesundheit hier, oder schon? Leider. 17 geht jetzt leichter als vom 14 auf 16. Gut, vielen herzlichen Dank. Funktioniert die PowerPoint-Präsentation schon? Wir probieren es noch einmal. Das schaut gut aus. Dann viel Vergnügen mit Marc Benecke. Ja, danke schön. Können das Licht ein bisschen dunkler machen, bitte? Könnt das Licht ein bisschen dunkler machen? Also ich mache es wie, wie der gute Kollege von Hirschhausen. Ja, super geil. Danke schön. Passt. Ich versuche in der Tat auch eine vermittelnde Stellung einzunehmen, aber weniger zwischen den Menschen, die jetzt, sagen wir mal, über die man eigentlich relativ leicht lachen kann, weil es ja sehr offensichtlich nicht evidenzbasiert ist, was sie tun, oder die halt auch auf, ich sage das jetzt mal laienhaft, ich bin Biologe, ich bin kein Rechtsmediziner, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich bin Biologe, also die halt einfach mehrere Schrauben so locker haben, dass das halt einfach nicht mehr schön ist. Also da kann man natürlich leicht draufhauen und okay, aber es ist manchmal, aber halt auch ein bisschen anders. Also ich versuche mal lieber zu vermitteln zwischen so Menschen, die eigentlich ähnlich denken, wie zum Beispiel Parapsychologen, Parapsychologinnen und Skeptiker und Skeptikerinnen. Und das ist immer nicht ganz so einfach. Also unsere Technik, die wir da einsetzen, ist dieselbe, die wir am Tatort einsetzen, bei der Tatortarbeit. Wir gucken in alle Richtungen. Ihr seht hier unser Logo, das haben wir auch auf dem Kittel drauf genäht und so. Das ist so ein alter Buchstopper, das ist so ein winziger Holzschnitt, der war so fingernagelgroß, den haben wir dann schön gemacht. Und der guckt in alle Richtungen durch diese Augen, zur Physik, zur Chemie, aber natürlich auch zur Religionswissenschaft und aber auch dazu, wenn einer Fliesenleger oder Fliesenlegerin ist, dann gucken wir halt, wenn in dieser Tasche mit der Leiche, die im Badesee oder im Baggerloch oder im Meer auftaucht durch die Fäulnisgase, ob da eben Fliesen drin liegen. Und da kann man jetzt eine chemische Analyse machen oder eine physikalische. Man kann aber auch einfach den Fliesenleger um die Ecke oder die Fliesenlegerin fragen, sag mal, hast du sowas schon mal gesehen? Und oft geht das schneller. Das heißt, ich bin gleichzeitig auch sozusagen ein sehr hemdsärmeliger Mensch. Und ihr werdet gleich sehen, das ist auch die Lösung für die meisten Probleme,
die in diesem Bereich auftreten. Ich fange mal damit an, als ich mit dem Flugzeug hingekommen bin. Leider schafften wir das mit dem Zug nicht. Ich mag eigentlich gar keine Flugzeuge. Da habt ihr das vielleicht gelesen. Deutschland und die Welt. Ich weiß nicht, ob es da nach Österreich gekommen ist. Das ist aus der Bild-Zeitung, der großen Boulevardzeitung in Deutschland. Natürlich die gefährlichste Matheaufgabe der Welt. Und das ging gerade über die Skeptiker-Rundliste von der GWUP, von der ihr vorhin schon ganz am Anfang gehört habt. Und da war auch eine Aufgabe, die war aber zu kompliziert. Da ging es um Kamele und wie die bei einem Erbe geteilt werden. Und diese Aufgabe fand ich noch schöner. Und zwar ist Folgendes passiert. Dieser junge Mann, der hat sich gestritten, weil sie folgende Aufgabe gelesen hatten und hat daraufhin eine beinahe tödliche Verletzung erhalten. Und die geht so: die Hälfte meiner Zahl ist die Hälfte von 400. Und ihr wisst das ja, wie das so ist. Also nur damit ihr mal seht, was dann passiert ist. Alexander 29 und Robert 19 zofften sich um ein Rechenergebnis. Daraufhin nahm der Ältere ein Messer. Hier seht ihr die Narbe nach der Lösung. Das ist also vorgestern gewesen. Ne? Also, und es stand in der Bild am Sonntag. Das ist die Sonntagszeitung, Sonntagsausgabe von Bild. So, jetzt frage ich euch mal auf diese wirklich extrem einfache Aufgabe, und es steckt kein Trick dahinter, es ist kein Glatteis, man muss nicht um die Ecke denken, man muss noch nicht mal querdenken, was ja der Grund für die meisten Nobelpreise ist und was wir auch immer versuchen, in skeptischen Veranstaltungen Leuten beizubringen. Nichts davon ist nötig. Diese Aufgabe ist genauso gemeint, wie sie da steht. Wenn ihr, also zum Beispiel, wenn ihr, weil wir gerade von Autismus gehört haben, wenn ihr wirklich aspergerisch oder autistisch seid, könnt ihr die sofort lösen und versteht überhaupt nicht, wo das Problem ist. Leider die allermeisten Skeptiker nicht. Die allermeisten Skeptikerinnen und Skeptiker können diese Aufgabe nicht lösen. Also jetzt frage ich euch mal auf diese Aufgabe. Die Hälfte meiner Zahl, also die Hälfte, also meine Zahl soll die Lösung sein, ne? Also die Hälfte der Zahl, um die es hier geht, also welche Zahl ist, also hat als Hälfte die Hälfte von 400? Ich frage es jetzt einfach mal. Es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt 100, 200 und 400. Also, wer ist der Meinung, dass die Hälfte meiner Zahl ist die Hälfte von 400, dass die Lösung dann lautet 100? Einer, sehr gut, da kriegst du direkt mal ein Knicklicht für deinen Mut, sehr gut. Einer versucht hier quer zu denken, hier kriegst du ein Belohnungsknicklicht, können wir das mal durchgeben lassen. Wer glaubt, die Hälfte meiner Zahl ist die Hälfte von 400, ist 200? Auch kaum jemand. Und wer glaubt, es ist 400? Die Mehrheit. Ah, sehr gut. Also, dann habt ihr keinen Grund, euch gegenseitig abzustechen. Also, ihr könnt, in der Tat, könnt ihr das hier lösen. Und das ganze Theater hat seinen Ausgang genommen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Und das hat auch hier was mit den politischen Problemen, die ihr da vorhin satirisch geschildert habt, zu tun. Weil die Lehrerin, die diese Aufgabe ursprünglich gestellt hat, das wurde abfotografiert und da hat sie 400 durchgestrichen. Und jetzt ist der soziale Medieneffekt eingetreten. Also, wenn es hier durchgestrichen ist, kann es ja nicht stimmen. So, und das ist eben genau das, warum wir eben diese Populisten, die, über die ihr euch natürlich zu Recht sehr lustig macht, den Trump und hier eure eigenen Menschen, warum wir sie lustig machen. Aber ganz so einfach ist es leider nicht, denn unser Gehirn baut halt eben echt viel Scheiße. Und wenn man nicht so viel von Naturwissenschaften, Mathematik und sowas, wenn man das nicht so gern hat oder wenn man da so eine natürliche Abneigung hat, dann passieren ganz andere Effekte und die können auch Naturwissenschaftlern passieren. Hier ist ein Beispiel. Ich stehe an der Warschauer Straße in Berlin. Das ist so ein, da ist so super mega die Party, immer abgehen, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da steht eine Frau und kauft nichts am Automaten. Jetzt haben wir ja schon gehört, nichts bedeutet was, ne? Habt ihr vorhin schon gehört. Deswegen gehe ich jetzt mal hin und gucke, was sie da macht. Da steht schon, wo ich bin, du bist hier, weiß ich also, wo ich bin. Das ist schon mal sehr gut. Eine Nachricht, genau, auch auf Gehirnhöhe, hier könnt ihr sehen, wird mir mitgeteilt. Und dann denke ich mir jetzt etwas, was naheliegend, logisch und vernünftig ist. Also es folgt jeder Regel, die vor Gericht, zumindest in Strafverfahren, angewendet wird. Es ist lebensnah, es ist vernünftig, es ist naheliegend, es ist logisch, haben wir sogar vier Regeln direkt. Nämlich, die will vielleicht nicht, dass ich sie beim Kondome kaufen fotografiere, weil manche Menschen sich dabei möglicherweise schämen. Manche auch nicht, aber manche vielleicht ja. Jetzt bildet mein Gehirn einen Zusammenhang. Ich sehe, hier ist die bunte Vielfalt der Kondomfirma Billy Boy. Daneben ist ein Schwangerschaftstest namens Maybe Baby. Ne? Und da steckt jetzt also ein System dahinter, das, was ich am Tatort auch habe. Ich habe ein Messer, ich habe eine Leiche, ich habe Sperma, ich habe Blutspuren, ich habe Haare, ich habe eine Matratze. Und dann denke ich mir als Spurenkundler, ich bin ja dafür öffentlich bestellt und vereidigt, wie ich vorhin kurz angedeutet habe, jetzt muss ich eine Auswahl treffen. Wie ein Kurator im Museum muss ich mir überlegen, was stelle ich jetzt in die Ausstellung, was sammle ich ein, was untersuche ich mit DNA-Tests oder mit physikalischen, chemischen Tests, wie auch immer. Und dann bildet sich ein Muster in meinem Gehirn. Und die meisten Menschen werden jetzt sagen, als Sachverständige, das weiß ich, weil ich seit 25 Jahren arbeite ich in dem Feld und seit mehr als 10 Jahren
trage ich auch sehr hohe Verantwortung, auch in Ländern, wo Todesstrafe ausgesprochen wird, wenn ich die Gutachten dann stelle, weil so ähnlich wie beim Sebastian Bartuschek kann das passieren, dass unsere Gutachten eher in einem anderen Gerichtsbereich, im Zivilverfahren, nicht im Strafverfahren, dass man dann im Zweifelsfall dem Gutachter zuhört, auch wenn man nichts davon versteht, was der Gutachter gerade sagt, und dann erfährt man natürlich auch nicht, ob der Gutachter überhaupt was davon versteht, was er gerade sagt, ist also schlecht. Jetzt setze ich also in meinem Gehirn aus Erfahrung zusammen, das wird irgendwie zusammengehören, Blut, Sperma, Haare, Matratze und so weiter, und hier könnte ich mir jetzt etwas völlig lebensnahes ausdenken, nämlich der Typ, der den Automaten befüllt, oder die Frau, die finden das so langweilig, dass sie sich kleine Gags einfallen lassen, die aber keiner merkt. Und zwar der Gag wäre in dem Fall ein sexueller Gag, und das passt ja jetzt auch zusammen, Kondome und Schwangerschaftstest. Also stellen die immer so Gruppierungen zusammen, die man im übertragenen Sinne als lustig wahrnehmen könnte. Hier zum Beispiel Kondome, Schwangerschaftstest, Würstchen und Nüsse. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, die Deutschen, die haben irgendwelche unterdrückten sexuellen Impulse und müssen jetzt überall immer solche Cluster und Zusammenhänge sehen, aber leider kann man das nicht vermeiden. Das könnt ihr, da nützt auch Skeptizismus nichts, weil wir leben ja in der Naturwissenschaft häufig auch davon, dass wir erstmal Annahmen, Hypothesen, Vorstellungen, Möglichkeiten bilden. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, wogegen wir uns auch nicht wenden können, egal wie skeptisch und naturwissenschaftlich wir uns gerne geben, sind Effekte, die kommen jetzt eher aus der Psychologie, die spielen bei uns aber eine große Rolle, weil ich die Spuren ja häufig nur dann finde, wenn der Zeuge oder die Zeugin mir was sagt. In dem und im Wald habe ich eine weiße Kugel gesehen. Das könnte jetzt zum Beispiel ein freigefressener Schädel sein. So einen Fall hatten wir schon mal. In dem Fall war es dann ein Pilz, aber das macht ja nichts. Nein, das macht ja wirklich nichts, weil wir können ja nicht den ganzen Wald durchkämmen. Das geht nicht. Da fliegen dann zwar Tornados drüber, aber das ist halt alles nur Theater. Da kann man zwar kleine Temperaturabweichungen sehen, wenn Fäulnis stattfindet. Zum Beispiel dadurch, dass die Maden, die Kinder der Schmeißfliegen so aneinander reiben, wie wenn ihr eure Finger aneinander reibt, wird das warm. Aber natürlich liegen im Wald jede Menge verwesende Tiere und da ist noch nie wirklich was gefunden worden. Also das ist so ein bisschen Aktionismus. Der zweite Effekt, der also auftritt, ist, dass die Zeugen irgendwas auswählen und die Zeuginnen. Also genauso wie ich, die wählen was aus und natürlich werden sie beeinflusst. Ich frage euch jetzt mal auf dem folgenden Bild, hört ihr einen mega Knall? Irgendwo in der Nähe vom Stephansdom gab es also Rauch und einen Knall und ihr wisst auch nicht so genau, wie hören sich jetzt Bomben an, wie hört sich Sprengstoff an, wie hört sich eigentlich eine Pistole oder ein Revolver oder Maschinengewehr an? Ihr wisst es aus dem Kino vielleicht, aber habt es vielleicht selber noch nie gehört. Und dann frage ich euch mit einer nicht führenden Frage, oder die Polizei wird es eher machen, sag mal, ist ja irgendwas aufgefallen? So, aber man darf auf keinen Fall Hinweise geben, was man eigentlich meint, also was man eigentlich gerne hören möchte. Jetzt blende ich euch das Bild ein, manche von euch kennen das. Und dann würdet ihr auch sagen, ja, da war so eine Dame mit so einem gelben Kleid und die hatte ein Fahrrad dabei, das hatte so eine ähnliche Farbe wie ihre Unterwäsche, irgendwie sowas. Und wer in Wirklichkeit den Krach macht, das habt ihr natürlich alle gesehen, ist Godzilla, der gerade Wien zerstört hier im Hintergrund. Das heißt, ihr habt es gesehen, aber andere hätten es vielleicht nicht gesehen und hätten also ihre Aufmerksamkeit lenken lassen. Das ist leider das zweite große Problem, nämlich, dass wir, wenn wir etwas sexy finden, wenn wir es in der Forschung spannend finden oder wie ihr gerade gehört habt in der kurzen Andeutung, wenn ein Paradigmenwechsel sich andeutet, dann gehen wir der Sache auf dem Leim. Das bekannteste Beispiel, was jetzt so auch in der populären Kultur bekannt ist, ist Einstein, der ja selber noch sehr oder am Anfang noch am Äther festgehalten hat, weil er sonst sich nicht richtig erklären konnte und wollte, wie das alles so richtig funktioniert und deswegen noch den Äther gefordert hat. Nicht so, wie wir uns den heute vorstellen, aber doch in einer relativ ähnlichen Weise. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen, wo ihr vielleicht Probleme kriegen könnt, wenn ihr in eine Diskussion verstrickt seid, in der ihr nicht auf das klassische skeptische Instrumentarium zurückgreifen könnt. Das ist ein Fall des eigentlich österreichischen Rechtsmediziners Professor Prokop, der dann in Bonn im Rheinland promoviert hat über Mord durch Tierhaare und dann ist er der Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin geworden, ungefähr Pi mal Daumen, solange es die DDR gab. Einer der bekanntesten Österreicher sagen wir mal, kriminalistisch, naturwissenschaftlich, forensischen, blutspurkundlich, serologischen Feld. Das war jetzt eine schöne Aneinanderreihung, sehr, sehr schön. Und zwar kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr was älter seid, die sogenannte Kirlian-Kamera. Damit kann man also messen, wie viel Aura von einem Menschen ausgeht. Und als Skeptiker würdet ihr jetzt sagen, ja, so ein Quatsch, gibt's ja gar nicht die Aura. Das Dumme ist nur, das sind echte Fotos mit einer echten Kamera gemacht. Prokop hat sehr gerne fotografiert. Er hat auch schon bei der Pogromnacht hat er fotografiert in Wien mit einer kleinen Klappkamera, die es damals als Reporterkamera gab. Kannte sich sehr, sehr gut aus. Er hat später seine fotografische Sammlung, hat er dem Planetarium in Berlin vermacht, wo wir ja auch gerade in der Nähe eines Planetariums sind. Also das Dumme ist, das ist jetzt echt. Und wenn euch das auf der Arbeit jetzt jemand erzählt und ihr wart dabei, wie die Fotos gemacht wurden, ihr könnt prüfen, dass das kein Software-Trick war oder irgendein Spiel, was auf dem Handy läuft oder sowas, dann habt ihr jetzt ein Problem. Weil wenn ihr jetzt einen Biologen fragt, also die technische Seite ist geklärt, ja, das sind echte Fotos. Hier hat die Frau jetzt zum Beispiel keinen Elfenstaub über ihre Jacke geschüttet und hier hat sie den Elfenstaub für 9.900 Euro, was wir gerade gehört haben, über ihre Jacke geschüttet. So, jetzt
jetzt macht ihr die Annahme, das kann nicht sein. Es ist aber leider so. Und das haben wir am Tatort immer so. Das, was wir da sehen, kann nicht sein. Aber es ist so. Und jetzt würdet ihr einen Fachmann fragen, einen Spezialisten, einen Gutachter, einen öffentlich bestellten, vereidigten Menschen, jemanden wie den Bartow, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag sich mit einer sehr ähnlich gelagerten Art von Konflikt zu beschäftigen. Mit mir, der schon als kleiner Junge mit dem Chemiekasten, Physikkasten gespielt hat und so. Und da würde ich sagen, komm, wenn ich messe das jetzt mal mit Blättern, ja, wir vergessen jetzt mal Menschen, weil das immer so emotional ist, dann gucken wir Frühling, Sommer, Herbst, Winter, was da für eine Aura drum entsteht. Und dann kommen wir der Sache mit der Aura schon auf die Schliche, was das jetzt ist. Ist das irgendeine Lebenskraft? Ein Blatt lebt ja, wenn es tot ist oder wenn es ein bisschen abgestorben ist, zumindest im Herbst weniger. Und das funktioniert leider nicht. Und jetzt kommt's, weil es gibt keine Todes- und Lebensdefinition. Gibt's einfach nicht. Weder wissen Biologen und Biologinnen, was Leben ist. Man kann natürlich einige Kriterien nennen, aber die sind nicht tief beweisbar, sondern das ist eine kulturelle, soziale, gesellschaftliche Vereinbarung und man kann den Tod auch nicht definieren. Diejenigen von euch, die Transplantationsmediziner, Medizinerinnen sind, die wissen das. Wenn jemand stirbt am, ich sage jetzt mal laienhaft, ja, Hirnschlag oder Herzschlag, dann stabilisiert er den Kreislauf, damit er die Niere, die Leber, die Milz und so weiter, die Haut wird übrigens auch entnommen, das wissen die meisten Leute nicht, man kann die ganze Haut entnehmen, man kann Oberarmknochen entnehmen, man kann wirklich alles entnehmen, das möchtet ihr noch stabilisieren, also ist er dann tot, wenn der Hirntod eintritt. Kein Rechtsmediziner und keine Rechtsmedizinerin auf dem Planeten Erde würde in so einer Bedingung den Totenschein ausfüllen oder das vielleicht schon, aber sie würden keine Sektionen durchführen. Solange der Kreislauf noch stabilisiert ist, bei einer Person, die nach juristisch, gesellschaftlich und medizinischen Kriterien tot ist, würden die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen nicht sezieren. Also es sind beides Fachärzte und Fachärztinnen, die haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Da seht ihr schon, dass es gar keine Todesdefinition gibt. Was machen wir jetzt? Wenn wir so eine Aura haben, hat ja irgendwas mit Leben und Tod zu tun. Und das konnte nur einer, der den gordischen Knoten durchschnitten hat, ohne Paradigmenwechsel einzuleiten, der die Ärmel hochgekrempelt hat und gesagt hat, ich greife jetzt einfach mal in die Scheiße rein. Mir ist das egal, ich muss das nicht philosophisch untermauern, ich muss das nicht wissenschaftstheoretisch untermauern, sondern ich mache es jetzt einfach. Und das ist das, was ich halt gerne bei Skeptikern und Skeptikerinnen auch mal sehen würde. Und zwar hat er Folgendes gemacht, er hat Leichen genommen und hat sie eingefroren, weil er hat gesagt, wenn sich die Biologen, Biologinnen und alle ärztlichen Disziplinen jetzt einig sind, dass derjenige tot ist, dann habe ich das schon mal weg. Dann brauche ich mich darum schon mal nicht mehr kümmern. Jetzt friere ich die zusätzlich noch ein, damit auch der Letzte nicht mehr sagen kann, wie man ein Blatt überleben, dann noch irgendwelche einzelnen Organellen oder so. Den frieren wir so lange ein, bis der Letzte gesagt hat, okay, ist gut jetzt. Der ist jetzt wirklich tot. Dann hat Prokop die Leichen wieder aufgetaut, hat eine Zange genommen, hat ihr den großen Zeh abgeknipst und ich zeige es jetzt mal in einem Originalfoto von ihm und hat den Zeh der eingefrorenen, von allen Leuten als tot erklärten Leiche einfach unter die Kerlian-Kamera gelegt und paf, hier sieht man die Aura von dieser Leiche. Jetzt, wo ich es euch sage, sagt ihr alle, ja, hätte ich dir vorher sagen können, ist ja klar, ne? Also das sogenannte postmortale Herumklug-Scheißern, dass man hinterher sagt, ja, auf das Experiment wäre ich auch gekommen. Aber das ist halt leider nicht so. Denn die meisten Menschen, auch Skeptiker und Skeptikerinnen, vergessen, dass man experimentieren muss. Die Grundlage der Naturwissenschaften ist das Experiment und nicht, dass andere Leute auslachen oder sowas. Das kann man auch machen, das ist auch super, kein Problem, solange man über sich selber noch lachen kann, dann ist das kein Problem. Ich will euch das nur mal zeigen, dass das teilweise auch eine Generation überspringt, das war bei Prokop und mir so, was die Skeptiker angeht. Also das ist ein älteres Bild von mir, so sah ich vor 20 Jahren aus und das erlebte er noch. Und er hat das also so gemacht, dass er mit Wiener Schmäh sozusagen, also er kam nicht aus Wien, aber die Leute in der DDR dachten, das sei Wiener Schmäh, hat er sehr viele lustige Tricks hat er gemacht. Zum Beispiel hat er mit MFS-Leuten, also mit dem Geheimdienst der Stasi, da hat er Illusionstricks gemacht, indem er am Eingang irgendwie kleine Ausweiskontrollen von irgendwelchen Studierenden oder sowas hat machen lassen, hat sich die Informationen zuspielen lassen und hat mit denen dann Gedanken lesen und Cold Reading gemacht. Und das kam natürlich beim Geheimdienst gar nicht gut an. Das war ihm aber vollkommen egal und er hat es auch manchmal nicht aufgelöst, wie er das gemacht hat. Also nur damit ihr seht, man muss teilweise wirklich tief, also auch was in Kauf nehmen, ne? Also das fanden die Leute dann auch nicht so toll, ne? Am Ende des Tages. Wie sieht das jetzt aus, wenn man wirklich tief reingeht? So sieht ein echter Blutspurentatort aus. Hier wurden zwei Personen, wurde der Hals weit aufgeschnitten, sodass die vier Adern links und rechts, also zwei links, zwei rechts durchtrennt wurden. Und die Experimente, die wir dann machen, sind in jedem einzelnen Fall nicht wie in den Ingenieurswissenschaften, wo wir eine Tabelle haben, anders, weil die Luftfeuchte ist anders, der Fußboden ist anders, die Wand ist anders und so weiter. Und wir müssen immer einen Maßstab anlegen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eine Skala anlegt. Das vergessen auch Skeptiker und Skeptikerinnen manchmal, dass man eine Skala braucht, die geprüft und geeicht ist. Und es ist keine Skala, eine Weltanschauung zu haben, nämlich die Weltanschauung, dass die anderen spinnen. Es ist keine Skala, ne? Also man sollte wirklich eine anlegen, die geprüft
und geeicht ist. Und wir nehmen dann zum Beispiel Schweineköpfe, füllen da Blut rein und versuchen dann rauszukriegen, meinetwegen, aus welcher Höhe ist die Blutspur aufgetroffen? Jetzt sagt ihr, ja, das habe ich schon mal gehört. Dann nimmt man die Länge und die Breite der Blutspuren hier, dividiert das und dann nimmt man davon den Arcus Cosinus und dann hat man halt den Auftreffwinkel. Das haben manche, jetzt nicht alle, aber manche schon mal gelesen oder gehört. Ich habe es sogar in einem Kinderbuch mal für Kinder gemacht. Die können das dann mit Erdbeersaft oder so machen und da reinspringen in so eine Pfütze oder das mit irgendwie rumschleudern mit dem Handschuh und so. So, da denkt jetzt dann jeder, und das ist der Punkt, wo man jetzt auch skeptische Menschen in die Irre führen kann, da denken die, gut, wenn der Sachverständige das mit einer Methode macht, die eindeutig naturwissenschaftlich und mathematisch ist, also noch reiner als Chemie und noch reiner als Biologie, dann wird das schon stimmen. Aber das ist leider nicht so, weil in der juristischen Bewertung zählt was ganz anderes. Der Jurist fragt mich dann, oder die Juristin, sagen Sie mal, bedeutet das jetzt, dass in der Nähe des Kopfes Gewalt auf die bereits ohnmächtige liegende Person ausgeübt wurde? Und dann würde ich, wenn die Blutspuren aus der Höhe kamen, wie ihr das da seht, würde ich dann natürlich sagen, ja, das bedeutet das. Das Dumme ist nur, das kriegt jetzt eine juristische Bedeutung. Das heißt nämlich auf Deutsch, der Dr. Benecke ist auch der Meinung, dass der getreten hat, den Tod des Liegenden in Kauf genommen hat. Und so, hä? Das wusste ich ja gar nicht, dass ich das gesagt habe. Das habe ich ja noch nicht mal gedacht. Das heißt, auf dieser Schwelle bewegen wir uns häufig. Daher auch das, was der Eckhardt gerade gesagt hat, ist diese Vermittlerposition ganz nett. Hier ein kleines Beispiel. In der Rechtsmedizin München wurde die Kleidung von Therese von Konnersreuth untersucht. Therese von Konnersreuth ist 1962 gestorben. Und man hat, das kennt ihr, ihr kennt ja hier in der Region sicher auch Katholiken. Ist ja, da werden ja... Und Katholikinnen, nein, ich muss das sagen, weil in den neuen Bundesländern in Deutschland, da ist das so, da gibt es nicht mehr so viele Christen. Und da werden ja Kleidungsstücke, Knöchelchen, Zähne, angeblich auch die Vorhaut von Jesus, die ja als einziges von Jesus auf der Erde verblieben sein soll und so weiter, weil er körperlich ja wieder auferstanden sein soll. Diese Dinge werden ja aufbewahrt. Und dann hat man das untersucht und jetzt Achtung, jetzt werdet ihr mal sehen, ob ihr es rauskriegt, wo der Denkfehler ist, obwohl er schwierig zu sehen ist. Die Rechtsmedizin München, die ein super Institut für genetische Fingerabdrücke hat, also eine Abteilung, die ist super. Müsst ihr mir jetzt glauben, ist schon schlecht, glauben ist schon mal gar nicht gut. Müsstet ihr eigentlich prüfen. Gehen hin, nehmen Erbsubstanz von Therese von Konnersreuth, die sie aus von ihr abgeleckten Briefmarken gewinnen, weil im Speichel schwimmen eure Zellen aus dem Mund rum. Für Jüngere, früher musste man Briefmarken ablecken, sonst haben die nicht geklebt. So. Diese Erbsubstanz hat man jetzt verglichen mit dem Blut und jetzt stellt sich in zwei getrennten Tests raus, A, es ist Blut, B, es ist Blut von Therese von Konnersreuth, weil in den roten Blutzellen ist natürlich keine DNA drin, deswegen haben die so eine Delle, aber in den weißen. Und wenn man rotes Blut hat, dann sind auch immer weiße Blutzellen drin, das passt. So, und jetzt kommt's, dann haben die Christen gesagt, ja, jetzt hat die Rechtsmedizin München bewiesen, dass das ein Wunder ist, weil Therese von Konnersreuth hatte keine blutenden Augen, also keine Verletzungen an den Augen, sondern es ist trotzdem rausgeblutet. So, was würdet ihr jetzt sagen, wenn euer Arbeitskollege das sagt und ihr das Originalgutachten da liegen habt und ihr versteht es auch? Ihr könnt prüfen, wie genetische Fingerabdrücke funktionieren. Dann habt ihr ein Problem. Denn jetzt, was ist jetzt logisch, was ist vernünftig, was ist lebensnah, was folgt Occam's Razor, also Occam's Rasiermesser oder der Sherlock-Holmes-Regel? Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, was nicht sein kann, muss das, was übrig bleibt, stimmen, egal wie unwahrscheinlich es ist. Weil diese Regel würde ja jetzt dahin führen, dass man sagt, ja stimmt, dann ist es ein Wunder. Egal wie unwahrscheinlich es ist. Die Rechtsmedizin München sagt, das ist echtes Blut von der echten Frau und es ist gut untersucht über mehrere Jahre, dass sie keine Augenverletzungen hat. Also habt ihr jetzt mit unserem Besteck bewiesen, dass es ein christliches Wunder ist. Das natürlich widerstrebt uns irgendwie, aber eigentlich wäre es ja fair. Und der Trick ist, dass aus einer völlig anderen Disziplin, nämlich wieder aus einer hemdsärmeligen C-abkneifenden Disziplin, kommt die Lösung. Ich bin dann einfach, Verzeihung, wenn das jetzt den ganzen Abend durchzieht, für das Buch, was übermorgen erscheint von mir, habe ich meine Frau gebeten, dass ich ihr doch einfach mal echtes Blut in die Augen reintun darf. Und ihr seht also, was dann passiert, das rinnt ab und jetzt würde man sagen, ja Marc, muss das jetzt sein? Was ist das für ein Käse? Natürlich rinnt das Blut nach unten, wo soll es denn sonst hinsteigen? Ja nein, nicht denken, das ist nämlich unsere Regel. Denken ist verboten, weil denken bedeutet, unsere eigenen Annahmen fließen ein, unsere Lebenserfahrung, unser kultureller, sozialer, von mir aus auch finanzieller und sonstiger Hintergrund, der fließt mit ein. Und das können wir nicht brauchen bei Dingen, die wir in Wirklichkeit nicht verstehen, nur weil sie uns weltanschaulich nicht passen. Das finde ich nicht fair. Und dann ist mir was aufgefallen, weil ich sehr viel mit Blutspuren arbeite. Also wir haben das öfter gemacht, ihr seht das hier in allen möglichen Konfigurationen, denn ihr wisst ja, man muss ja systematisch variieren, sonst ist es keine Naturwissenschaft. Und bei der systematischen Variation ist mir etwas so Banales aufgefallen, dass wenn ich euch das gleich sage, sagt ihr wieder alle, ja, hätte ich ja vorher sagen können. Ne? Und zwar
Bei Blutspuren, die wirklich aus dem Auge normal herabrinnen, bleibt die Breite der einzelnen Blutspur in etwa gleich und der Tropfen oder die Nase, wie man das beim Malern manchmal nennt, wird also, läuft nicht spitz zu. Da sagt ihr jetzt alle, ja, wer sagt denn was anderes? Das kann ich euch sagen, bei Therese von Konnersreuth läuft das unten spitz zu und jeder, der sich das angeguckt hätte, hat keiner gemacht, weil nie eine spurenkundliche Untersuchung war, sondern nur theologisch, medizinisch und jede andere Sache, die ihr euch vorstellen könnt, physikalisch und so weiter. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, die Blutspuren an sich, das allergrundsätzlichste Detail des Wunders zu untersuchen, dass da eben der Fehler sozusagen drin ist, dass die wie aufgepinselt sind und nach unten spitzer werden. Das ist die eigentliche Widerlegung. Wärt ihr da drauf gekommen? Weiß ich nicht. Nächstes Beispiel. Also ich wäre nicht drauf gekommen, wenn meine Frau sich nicht das ganze Blut hätte in die Augen laufen lassen. Nächstes Beispiel. Nein, ich bin auch gleich fertig. Das hier sind die... Ja, der ist schon gut, schon gut. Ja, es macht Spaß hier, ne, Barto? Bei den Österreichern ist es cool, Österreicherin, ja. Nein, wirklich, ihr seid wirklich erstaunlich flockig, das ist wirklich so. Das hier ist das Blutwunder von Neapel. Ich war Messdiener, das heißt, ich habe eine katholische Sozialisierung hinter mir. Ich weiß, wann man sich wie in einer katholischen Kirche benimmt, wann man sich hinkniet, wann man Amen sagt, welches Gebet kommt, wenn die sagen, welches Gebet kommt. Und dieser Mann hier führt ein Blutwunder durch, das findet immer statt zum Geburtstag oder zum Namenstag des heiligen Januarius, San Gennaro. Jetzt haben wir uns gedacht, das ist doch merkwürdig, dass im Jenseits, was ja existieren kann, denn das können wir ja nicht widerlegen. Ne? Widerlegbar ist das ja nicht. Wir wissen ja gar nicht, was das Jenseits sein soll. Solange es nicht definiert ist, können wir es auch nicht widerlegen, können wir es auch nicht prüfen. Dass da nicht irgendeine Energieform existiert, die jetzt Einfluss auf das Blutwunder nimmt, dass sich das Blut immer zum Namenstag des heiligen Januarius verflüssigt. Das Dumme an der Sache ist nur, warum kennen die unser Kalendersystem, die Energieformen da draußen? Warum interessieren die sich für unser Kalendersystem? Warum wissen die alles über Schaltjahre, Schaltsekunden und irgendwelche anderen Besonderheiten, die aus politischen, sozialen, historischen, kulturellen Gründen entwickelt wurden? Also die spiegeln sich ja eben gerade nicht in übergeordneten, wie wir gerade gehört haben, kosmischen Gesetzen wider, die für alle gelten, nicht wahr? Auch fürs Jenseits. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht ist das was anderes. Was wir dann gemacht haben ist, genauso wie der Eckhart es gerade gesagt hat, es ist immer gut, möglichst viel mit Illusionskunst zu arbeiten. Ich gehe auch sehr, sehr gerne zu Kleinkunst-Illusionsveranstaltungen, zu großen Veranstaltungen, zu schäbigen, zu lustigen, zu traurigen, zu schlechten, zu guten. Ich mag Houdini, ich habe mir den Streit genau angeguckt zwischen Houdini und Arthur Conan Doyle. Ich mag die kleinen Cottingdale-Fairies und den ganzen Krimskrams und sammle das auch alles. Und das Wichtige dabei ist, in den allermeisten Fällen, das wisst ihr ja, wird es kritisch, das kennt ihr, wenn ihr Zeugen befragt, irgendwer hat eine Vase umgeschmissen, irgendwer ist fremdgegangen. Irgendwann wird die Aussage, wird so schwammig. Und wenn es schwammig wird, dann weiß man so, jetzt bin ich angekommen. Ne? Jetzt da wird es interessant. Es hat nichts damit zu tun, wohin einer guckt. Das wird immer so erzählt, wenn einer nach links oben guckt oder sich an die Nase fasst. Das ist alles Quatsch. Aber wenn die Aussage schwammig wird, dann wird es interessant. Und das Zweite ist, wenn man es umringen kann, wenn man den Trick umringen kann, dann weiß man, dass der Trickmechanismus im Trick selber liegen kann und nicht durch eine Hilfsperson. Das wird nämlich auch sehr, sehr häufig gemacht. Hier liegt beides nicht vor. Es ist alles andere als schwammig. Es ist ein klar definiertes Wunder, was zu einer klar definierten Zeit an einem klaren Ort umringt stattfindet. Und es ist kein Trickmechanismus, denn das kann man genau sehen. Das ist ein uraltes, komplett verschlossenes Glasfläschchen. Ich zeige jetzt keine Details davon. Und wie gesagt, man kann es auch umringen und es wird immer von neuen Leuten umringt. Also die kann man natürlich alle primen und denen kann man das alles vorher sagen, was passieren wird und so. Aber ich war dabei, wie es mal nicht geklappt hat. Und diese Fotos sind alle gemacht, während ich so davor kniete. Das ist kein Teleobjektiv, sondern ich hatte als einziger Mensch die Erlaubnis erhalten, weil ich irgendwie brav genug schien und vernünftig genug, mich eben da während der Heiligen Messe dahin zu knien im großen Dom von Neapel und man hätte die Stecknadel fallen hören, als der Kardinal, nicht er, das ist am Tag danach, gesagt hat, diesmal hat das Wunder nicht stattgefunden, in dieser Stadt herrscht die Sünde. So, das ist eine Das ist natürlich immer schlecht, weil gerade in Neapel weiß man, dass da die Sünde herrscht, nur man will es natürlich nicht hören. Deswegen, man geht ja dahin, weil man hören will, alles läuft, auch das Blut, tipptopp, Freunde, ne? Könnt so weitermachen. Und dann haben wir das jetzt einfach experimentell nachgestellt, natürlich mit der Hilfe von Kollegen, das habe ich nicht alleine gemacht. Und dann haben wir festgestellt, was gibt es jetzt in Neapel? Es gibt Eisen-3-Chlorid vom nahegelegenen Vulkan. Und dann muss man das nur noch mit Kalk, den man aus Eierschalen herstellen kann, zusammenmischen. Früher dachten wir noch, man muss es mit einem Schafsdarm dialysieren. Das muss man aber gar nicht, wenn man die richtige Mischung hat. Und dann kriegt man genau diese Blutmischung. Die haben wir dann hergestellt und haben dann vorgemacht, es ist ein thixotropes Wunder. Wenn ihr älter seid, kennt ihr noch Blut aus der Ketchupflasche. Wenn man das, aus der Glasflasche, wenn man das schüttelte, dann
haben die Leute immer gedacht, wenn auf einmal das ganze Ketchup rauskam aus der Glasflasche, da sei eine Luftblase hochgestiegen. Das stimmt aber gar nicht. Viele von euch wissen, wenn man gelartige thixotrope Substanzen schüttelt, werden sie schlagartig flüssig. Natürlich steigt dann auch eine Luftblase hoch, klar, aber das ist nicht der Grund, sondern das ist die Folge des thixotropen Effektes. Auch ganz gefährlich, Ursache und Wirkung verwechseln. Das kann auch Skeptikern sehr leicht passieren. Und jetzt muss man eben wieder in der Lage sein, das versöhnlich zu nehmen. So bin ich, wie Eckhard von Hirschhausen auch. Die Bild-Zeitung hat gesagt, okay, wir würden darüber berichten, wir möchten aber die religiösen Leser nicht verstoßen und wir würden das dann gerne wie folgt berichten. Blutwunder, nur fauler Zauber? Fragezeichen. Ne? Also, da seht ihr dran, es kann jetzt, ne, und quakender Frosch im Salat. Okay, gut, ne, whatever. Also, was ich euch damit sagen will, ist, ich bitte euch nach vielen Jahren und vielen Gesprächen mit Menschen, die es teilweise gut meinen, die es teilweise böse meinen, manche wollen Geld, manche wollen Liebe, manche wollen Aufmerksamkeit, mal dran zu denken, dass viele von euch so anders gar nicht sind und dass wir teilweise, also weil ihr halt auch Liebe und Aufmerksamkeit braucht, sonst könnt ihr auch nicht leben, und dass ihr euch mal überlegt, ob es nicht manchmal einen etwas konzilianten, rheinischen, nennen wir das, also oder rhein-rurischen Mittelweg gibt, wo man sich nicht vielleicht doch mal immerhin so weit den Menschen annähert, dass diejenigen, die dann merken, dass es Schmarren ist oder dass sie auf einmal ihr ganzes Geld verlieren oder dass sie sich in eine Krebstherapie verrennen, aus der sie eigentlich nicht mehr rauskommen, weil sie schon große Statements gemacht haben, dass ihr an dem Tag, an der Stelle da seid und sie dann rüberkommen können und dann ist da eben nicht mehr so ein riesen Graben dazwischen, sondern einfach, da ist schon eine ganz kleine Brücke, die besteht von mir aus nur aus Lachen und Bier trinken und sonst irgendwas, und dass sie dann sagen können, komm, weißt du was, ich habe schon vor einem Monat eingesehen und ich freue mich, wenn du hast nicht die ganze Zeit so viel Häme über mich ausgekippt, alles klar, ich komme jetzt rüber. Und das ist gerade, was ihr hier groß anprangert, dem politischen Shit und bei den Krebstherapien hat das natürlich extrem weitreichende Folgen, weil wenn einer von diesen Stützsäulen fällt, dann könnt ihr euch in den Beispielen, die ihr gerade gesehen habt, sehr oft vorstellen, dass dann das ganze Gebäude schneller zusammenfällt, als ihr Stützsäule sagen könnt. Und hier ein letztes Beispiel dazu zum Thema Menschenfreude, Überbrückung von Unterschieden. Ich bin gestern Abend durch die Stadt gelaufen und dann stand ich auf einmal vor einem Tätowierstudio und dann habe ich mir gedacht, das ist ja verrückt, jetzt lässt du dir mal ein kleines Souvenir machen, du bist dauernd in Wien und die einzige Stadt, aus der du noch kein Tattoo hast, das ist Wien, und dann bin ich reingegangen und habe etwas gemacht, was kein Tätowierer gerne mag. Ich habe gesagt, machst du mir ein Souvenir-Tattoo aus Wien, und ich weiß, dass das eigentlich unüblich ist, aber ich habe so viele Seefahrer-Tattoos, vielleicht machst du das. Und dann hat er erstaunlicherweise gesagt, weil er gute Erfahrungen mit einem Deutschen gemacht hat und nicht nur denkt, das sind Piefkes und kleinkarierte Idioten, sondern er mochte einen Deutschen, hat gesagt, weißt du was, ich merke an deinem komischen Akzent, du bist aus Deutschland, und ich designe was und das musst du dann nehmen. Dann habe ich gesagt, das machen wir, und seit gestern Abend habe ich eine Mannerschnitte und einen Stephansdom auftätowiert. Vielen Dank, bis bald. Marc Benecke, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir dann gleich zur Entscheidung. Vorher wollen wir aber noch ganz kurz die Nominierten zu Wort kommen lassen. Nachdem sie nicht hier sind, haben wir sie natürlich um Stellungnahmen gebeten. Leider haben weder Reike Gerd Hammer noch das Krebszentrum Brüggen sich zurückgemeldet. Roland Thüringer hingegen hat zumindest ein Video auf YouTube gestellt. Diejenigen, die es nicht kennen, wir wollen ganz kurz reinschauen. Wir schauen uns jetzt nicht das Ganze an, es ist schon ziemlich spät, aber wir schauen zumindest kurz rein. Herzlich willkommen auf gültige Stimme AT. Heute ist der 30. September 2016 und mein Name ist Roland Thüringer. Frage: Wie bekämpft man Hochwasser? Natürlich mit Regen. Wie bekämpft man Glatteis? Natürlich mit Kälte. Wie bekämpft man einen übel riechenden Gestank? Natürlich mit einem kräftigen Furz. Und wie bekämpft man Satire? Natürlich mit Satire. Das hat bis jetzt immer noch funktioniert. Ich entnehme nämlich gerade einer aktuellen Abmeldung, dass ich, Herr Roland Thüringer, für einen satirischen Ehrenpreis nominiert worden bin. Und zwar stehe ich auf der Shortlist, das ist wahrscheinlich ein spezielles Wort für die engere Wahl, für das goldene Brett vom Kopf. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon was gehört haben, ich bis jetzt noch nicht, aber das gibt es offenbar. Das ist ein Negativpreis für den größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres.
Am 11. Oktober 2016 verleiht die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften in diesem Jahr das Goldene Brett vom Kopf. Nominiert wurden mehr als 100 Personen und Institutionen, die mit wissenschaftlich widerlegten Behauptungen Medienpräsenz anstreben, Angst machen oder Geld verdienen wollen. Nun hat die Jury 3 Finalisten ausgewählt, darunter auch ich. Und ich habe es eigentlich geschafft, blitzartig innen von ein paar Tagen von der Politik in die Wissenschaft. Das ist ja, das geht ja ratzfatz, wenn die anderen wollen. Die Begründung der Fachjury lautet: Roland Thüringer, rechtsrechte Gäste und Lichtgenährte. Begonnen hat Roland Thüringer als Kabarettist, dann inszenierte er sich als Anti-Establishment-Guru, nun ist er auch noch Politiker mit seiner neu gegründeten Partei Meine Stimme gilt, deren Programm einzig denen was wegnehmen zu sein scheint. Abseits davon gehört ein Arsenal an Verschwörungstheorien, mit denen er kokettiert. Kondensstreifen am Himmel blieben heute länger als früher, Impfungen könnten gefährlich sein und die Pharmaindustrie sowieso. In seine Puls 4 Talkshow Gültige Stimme lud er unter anderem den Verschwörungstheoretiker Rüdiger Dahlke, der Lichtnahrung für möglich hält, oder die rechtslastige Autorin Eva Herrmann, die den Zusammenhalt und die Werte wie Kinder, Mütter und Familien in der NS-Zeit für gut hielt, ein. Genau darin besteht die Gefahr, wieder die Gefahr, die von Thüringer ausgeht. Ohne auf den ersten Blick als Esoterik-Schwurbler, was ist ein Schwurbler? Da steht wirklich Schwurbler. Schwurbler, kennen Sie das Wort Schwurbler? Ist ja wurscht, das ist sicher was Nettes. Erkennbar zu werden, schürt er Zweifel an wissenschaftlichen Fakten und bereitet den Boden, auf dem dann gefährliche Verschwörungstheorien gedeihen können. Ja, das ist die Begründung. Also Gefahr, Achtung, Lebensgefahr, Thüringer kommt. Also wenn da jetzt nicht Roland Thüringer oben steht, ich glaube, da geht es um einen anderen, aber offenbar geht doch um mich. Ja. Aber eigentlich muss man Danke sagen, oder? Also gesamt gesehen muss man wirklich Danke sagen. Danke, dass sich seit der Aufklärung doch einiges verbessert hat für so jemanden wie mich, weil vor gar nicht so langer Zeit wäre ich wahrscheinlich am Scheiterhaufen angezündet worden. Wir sagen bitte. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Es geht dann noch weiter, beschimpft die Neos und driftet dann mehr so einen Stream of Consciousness ab. Gibt's alles auf YouTube, einfach anschauen. Wir wollen hier nichts verstecken, es ist nur schon ein bisschen spät. Damit kommen wir zur Verleihung dieses schönen Awards hier, nämlich des Goldenen Bretts 2016. Und dazu bitte ich den Jury- und GKD-Vizepräsidenten Florian Aigner zu mir. Wer kriegt's denn? Vielen herzlichen Dank. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so nervös bin jetzt, weil ich weiß ja eh schon, wer es wird. Also wir schreiten unaufhaltsam zum finalen Höhepunkt dieses Abends. Sie wissen, es steht schon fest, Sie können also jetzt nicht mehr mitentscheiden. Ich möchte jetzt trotzdem mit einem kleinen Applaustest noch abchecken, wie die Stimmung hier im Saal ist. Gehen wir es der Reihenfolge nach durch. Wer würde sich besonders freuen, wenn Ricky Gerd Hamer jetzt den Preis gewinnen würde? Ja. Da höre ich doch einiges an Begeisterung. Das Krebszentrum Brücken. Und wer drückt dem Roland Thüringer die Daumen? Ja. Also so ganz durchgefallen, glaube ich, ist keiner der Kandidaten. Das ist gut so. Ja, alle von Ihnen, die schon öfter mit dabei waren, wissen, dass in dieser Trophäe, danke, sich unten immer ein Hinweis darauf verbirgt, wer denn das goldene Brett des Jahres bekommen hat. Wir hatten da schon Lichtnahrung in Form von LEDs drinnen, wir hatten schon komische Medikamente drinnen. Schauen wir mal, was in diesem Jahr drin ist, wenn ich das aufschraube. Meine Damen und Herren, hier drinnen ist ein grauslicher brauner Gatsch.
das Goldene Brett 2016 geht an Rieke Gerd Hamer. Gratulation. Wir haben ja eine ganze Liste von Kriterien, von denen man zumindest einige erfüllen muss, um ein würdiger Kandidat für das Goldene Brett vom Kopf zu sein. Wenn Sie die anschauen, Sie können das online nachlesen, dann kommen Sie drauf, Rieke Gerd Hamer erfüllt die eigentlich alle. Zwei davon möchte ich speziell hervorheben. Erstens die Gefahr, die von seinen Theorien ausgeht. Bei Hamer muss man wirklich sagen, da ist Schluss mit lustig, das kann man nicht als harmlose Dummheit oder nette Geschäftemacherei abtun, sondern hier geht es wirklich um die Gesundheit und um das Leben von Menschen. Und hier muss man ganz, ganz laut Stopp schreien. Das zweite Kriterium, das natürlich auch sehr wichtig ist, ist eine gewisse Kritikresistenz. Sie haben ja schon gesehen heute bei der Laudatio und bei der Präsentation, wie lange dieser Mann das schon macht. Und wie massiv er widerlegt worden ist. Es ist ja nicht nur so, dass der von der Wissenschaft widerlegt wurde, dass sich der hartnäckig gegen wissenschaftliche Fakten stellt. Es wurde ihm auch seine ärztliche Approbation entzogen und es gab Gerichtsurteile gegen ihn. Also er hätte eigentlich schon verdammt viel Gelegenheit gehabt, draufzukommen, dass er falsch liegt. Also einfach Blödsinn zu reden ist ja noch keine Schande. Das passiert in der Wissenschaft auch, aber es geht darum, seine Meinung zu ändern, wenn man widerlegt wird, und dafür hätte Rieke Gerd Hamer wirklich schon Chancen genug gehabt, sie alle nicht zu nutzen über 3,5 Jahrzehnte. Das erfordert schon ein richtig ordentliches Brett vom Kopf, in unserem Fall ein goldenes. Ich glaube, Rieke Gerd Hamer ist wirklich ein würdiger Gewinner. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen im Vorfeld dieser Verleihung und habe ihnen erzählt, wer denn nominiert ist dieses Jahr, und von manchen Leuten habe ich auch die Rückmeldung bekommen, der Hamer, mit dem bin ich irgendwie nicht so glücklich, und zwar deswegen, weil viele Leute gemeint haben, der ist so jenseitig, der ist so abartig, der ist so gefährlich, dass es irgendwie so dem satirischen, humorvollen Charakter der Veranstaltung gar nicht gerecht wird, wenn man ihn nominiert. Nun, diese Bedenken, die kann ich schon verstehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig war, ihn heute mit reinzunehmen. Es ist nämlich logisch eigentlich nicht argumentierbar zu sagen, das Goldene Brett geht an Leute bis hin zu einem gewissen Grad des Wahnsinns und darüber hinaus ist man dann nicht mehr preiswürdig. Das ist komisch. Ne? Das ist so, als würde man in der Schule, wenn man sagt, 3 mal 7 ist 4, einen 5er kriegen auf der Mathematikschule bei, und wenn man dann aber sagt, 3 mal 5 ist Apfelstrudel, dann sagt man, ja gut, das ist Teilpunkteanzahl zumindest. Das funktioniert so nicht und deswegen glaube ich, ist es gut, dass Rieke Gerd Hamer diesen Preis bekommen hat. Es ist kein wirklich lustiger Preis, das stimmt. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr den Preis wieder an einen lustigeren Kandidaten vergeben können. Einfach deswegen, weil wenn ein lustigerer Kandidat nächstes Jahr gewinnt, heißt das, dass im nächsten Jahr keiner von den wirklich ganz argen Kandidaten was Schlimmes gemacht hat, was preiswürdig gewesen wäre. Aber eines ist, glaube ich, ganz klar. Wir Skeptiker lassen uns auch von Leuten wie Rieke Gerd Hamer unseren Spaß und unsere Freude an der Wissenschaft nicht verderben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein würdiger Gewinner. Ich möchte noch ganz kurz erstens darauf hinweisen, eine Spendenbox fehlt uns noch. Sie gehen uns nicht davon mit dieser Spendenbox. Ich habe mich sehr darum bemüht. Wunderbar, da ist sie. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch noch ganz kurz unseren Sponsoren danken. Man hat mir da so einen schönen Zettel gegeben. Dem Deutschen Konsumentenbund, der sich für Aufklärung einsetzt im Forum Mobilkommunikation, welche von den Handystrahlungsverschwörungstheorien vermutlich so entnervt sind wie wir. Den Freidenkern, das sind besonders kritische Menschen, welche von Kritik auch nicht die weltweit erfolgreichste Organisation ausnehmen. Diese verspricht nicht nur Besserung von Leiden, sondern gleich die Erlösung bis in alle Ewigkeit. Wer sich für dieses Friedensprojekt interessiert und vielleicht mitmachen will, draußen können Sie sich anmelden. Da gibt es einen Stand vom Freidenkerbund. Genau. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke an die Gattin von Marc Benecke für die, für die Blutspuren. Wir haben noch Lichtnahrung für alle. Keiner muss Hunger leiden. Woo!
Lasst es euch schmecken. Wer noch wirklich was essen will, im Badeschiff geht es jetzt noch weiter. Da wird ein bisschen gefeiert, vielleicht auch das eine oder andere Getränk getrunken. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße an Greenpeace. Ciao. Sebastian.